Also, liebe Freunde des Rechts, sage ich mal, begrüße erstmal die Sachverständige und den Sachverständigen, die hier sind. Und wenn der Chat schon an ist, dann begrüße ich auch die da. Ich selbst hatte noch im Plenum gerade reden müssen und dachte, ich komme jetzt zu spät. Das habe ich auch mit 30 Sekunden hinbekommen. Aber immerhin dann immer noch in der richtigen Minute. Aber wir haben noch keine technische Aufzeichnung gesichert, deshalb können wir noch nicht anfangen. Das will ich jetzt noch mal hier offiziell in die Runde geben. Du wolltest eine Skatrunde spielen oder sowas? Ja, bei der Namen, also wir wissen ja noch gar nicht, wie weit wir jetzt und wann wir genau anfangen und an welcher Stelle es die Kollisionen gibt. Bei den Namentlichen haben wir es so gehandhabt, bei vergleichbaren Ausschusssitzungen schon, und die wir ja auch schon mal in Kollisionen hatten, dass der eine oder der andere, dass nicht alle gleichzeitig von den Kolleginnen und Kollegen rausgegangen sind. Dann ist das relativ leicht hinzubekommen, aber da wir die genauen Zeiten ja noch nicht wissen, wir haben im Plenarablauf jetzt mindestens 30 Minuten Rückstand. Ich hatte nämlich gehofft, wir könnten die erste halbe Stunde jetzt auch schon hier hinbekommen. Das klappt aber jetzt wegen der Technik. Insofern schauen wir weiter. Obwohl, das wissen wir noch nicht, ne? Okay. Ich eröffne die 145. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz mit einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften. Ich begrüße die Kollegen hier im Saal sowie die uns per WebEx zugeschalteten Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße vor allen Dingen nochmals Sie, die Sachverständigen, von denen Frau Leonhardt und Herr Inger hier im Saal anwesend sind, sowie die übrigen 5 Sachverständigen, die uns per WebEx zugeschaltet sind. Herzlich willkommen in der physischen und virtuellen Runde. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung heute aus dem Justiz- und dem Finanzministerium und dem Wirtschaftsministerium, die per WebEx zugeschaltet sind, sowie der Zuhörerinnen und Zuhörer, sehe ich jetzt keine auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften. Der Gesetzentwurf ist eine Reaktion auf die Folgen der Insolvenz des Touristikkonzerns Thomas Cook, wo die Haftungsbegrenzung auf 110 Millionen Euro dazu geführt hat, dass unzählige Reisende nicht entschädigt werden konnten. Darüber hinaus soll der Gefahr zunehmender Insolvenzen von Reiseveranstaltern infolge der COVID-19-Pandemie begegnet werden. Der Gesetzentwurf sieht deshalb vor allem einen Reisesicherungsfonds vor,
in den die Reiseveranstalter einzahlen. Einige Hinweise zum Ablauf. Sie, die Sachverständigen, erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Herrn Buller. An die Sachverständigen dabei die Bitte, bemühen sich bitte nicht länger als 4 Minuten zu sprechen. Dafür läuft hier im Saal eine Uhr ab, die rückwärts die Zeit zeigt. 30 Sekunden vor Ende der Zeit gibt es das erste Signal, nach Ablauf der Zeit das zweite Signal. Und wenn Sie dann immer noch nicht aufgehört haben, dann wird der Vorsitzende vielleicht unterbrechen. Die zugeschalteten Sachverständigen sowie alle anderen per WebEx zugeschalteten Teilnehmer bitte ich, ihre Mikrofone auszuschalten, solange sie nicht sprechen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließen sich die Fragerunden an, ein oder mehrere, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. An die Kolleginnen und Kollegen, das bewährte Verfahren kennen Sie. Jeder hat 2 Fragen, die kann er entweder an 2 verschiedene Sachverständige oder an ein und denselben stellen. Die Sachverständigen werden dann in der ersten Fragerunde in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also beginnt mit Herrn Tronner, um ihre Antworten gebeten und dabei auch gebeten, sich kurz zu fassen. In der zweiten Fragerunde geht es dann alphabetisch vor. Noch einige technische Hinweise. Die Anhörung ist öffentlich. Sie wird aufgezeichnet und live im Parlamentsfernsehen Kanal 4 ausgestrahlt. Anschließend ist die Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Das Sekretariat fertigt auf der Grundlage einer Tonaufzeichnung zudem ein Wortprotokoll an. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder per WebEx sind nicht gestattet. Ebenfalls nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallensbekundungen von der Tribüne. Rein vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass Störungen in der Sitzung nach Ordnungswidrigkeitenrecht oder Strafrecht geahndet werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und als erstes hat Herr Buller das Wort. Die Sachverständigen hören uns noch nicht. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir unbedingt starten wollen, entweder wir warten noch mal kurz oder wir starten jetzt mit den Sachverständigen, die hier sind. Ich sage jetzt, was Frau Schulters mir gesagt hat. Die Sachverständigen hätten uns hier mit der Einführungsmoderation vermutlich insgesamt noch nicht gehört. Deshalb schließe ich sozusagen mit meiner letzten Zeile etwas anders und gebe nicht Herrn Buller das erste Wort, was ich eigentlich vorhatte, sondern Herrn Inger, der hier im Saal sitzt und sozusagen im Alphabet der nächstpräsente. Herr Vorsitzender, ich kriege gerade die Nachricht, dass wir über WebEx nicht empfangen werden können. Das haben wir gerade gehört. Das haben wir gerade gehört. Aber da muss ich vielleicht ganz kurz einmal die Frage stellen, ob wir vielleicht so lange warten wollen, weil es macht eigentlich keinen Sinn, wenn unsere Mitarbeiter kein bisschen von dem verstehen, was wir hier besprechen. So, dann machen wir Folgendes, dann unterbrechen wir erst einmal die Sitzung und klären diese Frage, warum und bis wann die Kolleginnen und Kollegen per WebEx uns nicht zuhören können. Ich unterbreche die Sitzung. Ja, Professor Hirte, eine Frage noch. Wir haben noch 2 namentliche Abstimmungen. Das beobachten wir hier. Auch in den Zeiten. Wie machen wir das dann? Unterbrechen wir das? Oder nein, wir unterbrechen nichts. Ich habe das eben gesagt, schon vor der Sitzung gesagt. Die Kollegen gehen sozusagen fließend raus, 2 auf der einen Seite, dann 2 auf der anderen Seite. Wenn wir wirklich sehen, 18.40 Uhr ist die augenblicklich prognostizierte Zeit, plus 30 Minuten, wann die Zeiten sind. Also nicht alle gleichzeitig, das ist die Usance, wie sie sich auch in den Untersuchungsausschüssen eingebürgert hat. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben die Test 1, 2, 3.
Test 2, 1, 2, 3. Das konnten wir jetzt hören. Eine Frage in den Chat. Können Sie uns hören? Eine kurze Antwort von einigen würde genügen. Nein. Ja, ich kann Sie hören. Jetzt kann ich Sie hören. Super. Genau. Dann danken wir für die Geduld. Es geht sofort los. So, dann eröffne ich die unterbrochene Sitzung wieder. Verzichte darauf, die vermutlich von den Kolleginnen und Kollegen im Netz jetzt nicht verfolgte Einführungsstellungnahme noch einmal zu verlesen, denn die Mitarbeiter kennen Sie und den Sachverständigen werde ich gegebenenfalls auf die wichtigsten Punkte noch einmal hinweisen. Ich hatte gesagt, dass wir alphabetisch jetzt die Sachverständigen um eine Eingangsstellungnahme bitten und als erstes hätte jetzt für eine vierminütige Eingangsstellungnahme Herr Buller das Wort. Haben Sie mich gehört? Dann könnten Sie gleich loslegen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier Stellung nehmen können. Sie können sich vorstellen, dass diese Umstellung der Kundengeldabsicherung für Pauschalreisen zu einem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt kommt. Die Touristik steckt in einer Krise seit über 12 Monaten, die ich persönlich in meinen letzten 30-jährigen Berufserfahrungen in der Touristik ehrlich gesagt noch nicht erlebt habe. Ich habe ein paar Punkte dabei. Das erste ist, was wir brauchen, ist eine Implementierung einer Hochlaufphase mit Bürgschaftsprogramm des Bundes. Es ist ja vorgesehen, dass die Reiseveranstalter mindestens 7% ihres Umsatzes als Bürgschaft entweder über eine Versicherung oder einer Bankbürgschaft hinterlegen sollen. Wir haben aber das Problem, dass die Pandemie mittlerweile deutlich länger läuft, als wir, glaube ich, alle gedacht haben. Und dass es eigentlich auch im Augenblick nicht abzusehen ist, wann wir überhaupt das Thema Reisegeschäft wieder ordentlich aufnehmen können. Es ist auch nicht so, dass 2022 dann ein normales Jahr wird, in dem irgendwie alles vergessen wird. Und deswegen brauchen wir eine andere Hochlaufphase, nämlich die 7% müssen erstmal mit 5% überhaupt starten und dann gegebenenfalls über die nächsten Jahre angepasst werden. Das zweite Problem ist aber, wir haben natürlich Veranstalter, die eben seit über 12 Monaten kein ordentliches Geschäft machen können, und viele von denen sich Kredite holen müssen oder mussten, um überhaupt bis hierher zu kommen. Die Idee war ja, dass die Versicherer diese Bürgschaften versichern, sozusagen diese 7%. Da sind wir mittlerweile nicht nur nervös, sondern wir glauben da ehrlich gesagt langsam auch nicht mehr dran. Und wenn Sie dann noch zu Ihrer Bank gehen und eigentlich schon Kredite haben, dann wird auch das Thema Bürgschaft insgesamt schwierig. Und deswegen braucht es ein Bürgschaftsprogramm für die entsprechenden Unternehmen, um diese Sicherheit oder die Stelle und die Sicherheit für diese Reisesicherungsfonds im Prinzip hinzubekommen. Der zweite Punkt ist die Verlängerung der Aufbauphase, die bisher 5 Jahre geplant ist. Auch da ist die Situation so, es ist überhaupt nicht abzusehen, wie diese Krise weitergeht und wie lange sie eben auch dauert. Und wir wissen auch nicht, wie viele Unternehmen in der Zwischenzeit dann auch Insolvenz anmelden müssen, wenn der Reisesicherungsfonds live geht. Deswegen sind 5 Jahre überhaupt nicht möglich. Deswegen braucht man mindestens 7 Jahre. Das andere Problem ist aber auch, wenn wir das Thema Ertragssteuern, das noch nicht geklärt ist, also fällt auf die Einnahmen eine Ertragssteuer, die nämlich bis zu 30% zum Schluss sein kann, dann würden auch 7 Jahre nicht reichen und dann müsste man auch die 7 Jahre entsprechend anpassen. Der nächste Punkt ist, wir brauchen einen fairen Haftungsschnitt für die Übernahme der bestehenden Risiken durch den Fonds. Es wird ja im Augenblick darüber nachgedacht, wie man sozusagen den Übergang von dem alten System, also ein Versicherungssystem, in das Fondssystem hineinbekommt. Und da wird von einem Haftungsschnitt gesprochen. Das heißt, an einem Tag X würden alle Risiken, die eigentlich ein Versicherer im Augenblick in seinem Portfolio und dafür haften muss, hat, in den Fonds übertragen. Und dafür braucht es eine angemessene Entschädigung, sonst ist das eben nicht möglich. Das nächste ist natürlich die Option, die Opt-out-Grenze für kleine und mittlere Reiseveranstalter ist ja im Augenblick 3 Millionen vorgesehen. Wenn man sich den Versicherungsmarkt anschaut und mit den Versicherern spricht, dann wird es wahrscheinlich bis zu 10 Millionen Euro eine Möglichkeit geben, für diese Unternehmen sich auch am freien Markt zu versichern. Und deswegen glauben wir, dass eben 10 Millionen, die Erhöhung auf 10 Millionen die richtige Größenordnung wäre. Der letzte Punkt ist keine Doppelsicherung zu Lasten der Reiseveranstalter. Das hat was damit zu tun, dass im Fall von Thomas Cook
Wir viele Kunden hatten, die Kreditkarten zurückgehen haben lassen, Lastschriften zurückgehen haben lassen. Was wir aber hier machen, ist ja im Prinzip, diese Kundengeldabsicherung sicher zu machen und auch durch gute Prozesse dann auch hinzukriegen. Und wenn dann der Kunde diese Kreditkarten zurückgehen lässt zum Beispiel, dann hat das eben Auswirkungen, dass Sie zum Beispiel als Veranstalter dieses Geld erstmal gar nicht bekommen oder bei Ihrer Bank, wenn Sie heute neue Kreditkarten entgegennehmen und der Kunde möglicherweise sogar einmal das Geld zurückgehen lässt beim Kreditkartenunternehmen oder bei der Bank und zum Zweiten beim Versicherer oder jetzt in dem Fall beim Reisesicherungsfonds das Geld auch nochmal beantragt. Und da muss es eine Regelung geben, dass diese Rückrufmöglichkeit bei Pauschalreisen, die ja über den Reisesicherungsfonds gewährleistet ist, im Prinzip gestoppt wird. Und dafür braucht es eine rechtliche Regelung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Herr Hellberg, der uns auch per Webex zugeschaltet ist. Ja, vielen Dank. Nils Hellberg, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung und Gelegenheit, die Kernpunkte unserer Position zum vorliegenden Gesetzentwurf darzustellen. Dabei konzentriere ich mich eingangs auf die wesentlichsten Aspekte. Erstens, wir begrüßen die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Systemumstellung der Reiseinsolvenzabsicherung auf einen Sicherungsfonds mit einzubringender Sicherheitsleistung. Wir begrüßen außerdem die vorgesehene Ausnahmeregelung für kleine Anbieter, die sich weiter ausschließlich über eine Versicherungslösung oder Kredit oder ein Kreditinstitut absichern können und die in diesen Fällen vorgesehene gesetzliche Höchsthaftung. Diese ermöglicht auch künftig die Kalkulierbarkeit. Zweitens, alle am weiteren Prozess dieser Systemumstellung Beteiligten sollten nun schnellstmöglich alles tun, dass sich der Reisesicherungsfonds organisieren kann, die erforderliche Erlaubnis bekommt und er so dann mögliche Insolvenzrisiken auch übernehmen kann. In diesem Punkt ist der Gesetzentwurf leider ernüchternd. Wird hier nicht nachgebessert und die Haftungsübernahme von Insolvenzrisiken durch den Fonds nicht bereits zum Sommer 2021 möglich, werden für vermutlich sehr, sehr viele Menschen angesichts mangelnder Absicherungsmöglichkeit auch in diesem Jahr keine Urlaubsreisen stattfinden. Und das kann niemand riskieren wollen. Wir halten es für dringend erforderlich, dass das Inkrafttreten des neuen Absicherungsrechts und eine Haftungsübernahme des Fonds einheitlich zum 1.7. dieses Jahres erfolgt. Der Gesetzentwurf lässt aber den Zeitpunkt der Haftungsübernahme völlig offen und regelt stattdessen nur, dass die Haftungsübernahme jedenfalls nicht vor dem 1.11. stattfinden und der Zeitpunkt durch Rechtsverordnung bestimmt werden soll. Soll also ein Übergang vom jetzigen auf das künftige Absicherungssystem gelingen und dies nicht zulasten der Reiseanbieter und der Urlauber stattfinden, dann muss die Haftungsübernahme planbar und früher per Gesetz stattfinden. Der 1.11. ist dafür deutlich zu spät. Warum ist das so wichtig? Von unseren Verbandsmitgliedern bieten künftig nur noch ganze 3 Erstversicherer die Reiseinsolvenzabsicherung an. Die Gründe für diese Entwicklung sind offensichtlich und im Übrigen auch keine deutsche Besonderheit. Derzeit verfügen zudem zahlreiche Reiseanbieter nur noch über einen bis zum 30. Juni 2021 laufenden Versicherungsschutz. Stand heute stünden also viele Reiseveranstalter ab dem 1.7. ohne die erforderliche Reiseinsolvenzabsicherung da. Drittens, Sommer 2021 ist eine ambitionierte zeitliche Vorgabe, das ist mir völlig klar. Der hohe Termindruck hätte allerdings durch eine frühere Veröffentlichung des Entwurfs vermieden werden können, wenn man insbesondere berücksichtigt, dass die Bundesregierung bereits im Juni 2020 sich auf die maßgeblichen Eckpunkte verständigt hatte. Angesichts des erheblichen Zeitdrucks müssen nun der Gesetzgeber und das BMJV als Genehmigungsbehörde alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten ausschöpfen, damit das Ziel der Haftungsübernahme durch den Fonds zum 1.7.2021 oder zumindest unmittelbar danach noch erreicht werden kann. Die Verordnungsermächtigung in § 20 RSGE sollte deshalb zeitlich bereits vor allen übrigen Normen in Kraft treten, sodass die Rechtsverordnung in der Zwischenzeit im Detail ausgearbeitet und zeitgleich mit dem Gesetz in Kraft treten kann. Dem BMJV und dem Bundesamt für Justiz müssen zudem ausreichend Personal- und Budgetmittel zur Verfügung stehen, um die Aufgabe als Aufsichtsbehörde auch kurzfristig wahrnehmen zu können. Viertens, Abgrenzungskriterium für die Haftungs- und Regulierungsübernahme vom Versicherer auf den Fonds darf nicht der Zeitpunkt der Reisebuchung sein. Maßgeblicher Zeitpunkt muss der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, also der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens des Reiseanbieters sein.
Würde auf den Zeitpunkt der Reisebuchung abgestellt, dürfte der bisherige Versicherer seine Sicherheiten eben nicht mit denen, die vom Versicherer gestellten Bürgschaft besichert ist, eben nicht freigeben. Diese Sicherheiten benötigt der Reiseanbieter aber, wir haben es gerade gehört, zum Abschluss der Anschlussdeckung beim Fonds. Und auch aus Verbrauchersicht wäre eine Abgrenzung nach dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses nachteilig. Sie würden Gefahr laufen, sich im Schadenfall mit unterschiedlichem Absicherungsrecht, unterschiedlichen Haftungshöchstgrenzen und mehreren Absicherern auseinandersetzen zu müssen. All dies kann nicht gewollt sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Meinerseits, Herr Hellberg, als nächstes hat das Wort hier im Saal Herr Inger. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Möglichkeit. Das, was ich hier vortrage, ist die Position von 4 Verbänden außer uns als DRV, auch noch vom ASR, von Herrn Buller, vom VIR und auch vom RDA. Deswegen haben wir uns ein paar Punkte aufgeteilt, werde also nicht alles wiederholen, was Herr Buller schon gesagt hat. Ich möchte eingehen auf die Festsetzung des Entgeltes, die im Moment mit 1% vorgesehen ist. Wir halten das angesichts der Corona-bedingten Pandemie und auch der deutlich verlängerten Krise, in der wir als Industrie seit über einem Jahr stecken, für zu hoch und werben sehr dafür, dass man stattdessen einen Prozentsatz von 0,6% nimmt. Damit würden über 7 Jahre nach unseren Berechnungen insgesamt 900 Millionen Euro angespart, also deutlich über dem, was die Bundesregierung als Zielkapital ausgegeben hat. Eine zentrale Frage in diesem Kontext wird sein, ob der Reisesicherungsfonds, die GmbH, besteuert wird oder nicht. Die Steuersätze, die üblicherweise aufgerufen werden, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, würden etwa ein Viertel oder ein Drittel des Kapitals, das angespart wird, mindern. Das kann auch nicht im Ziel des, im Wunsch des politischen Willens sein, denn das Ziel ist ja, möglichst schnell ein Kapital aufzubauen, was dann die Branche sichert. Hier bitten wir also noch mal um eine sorgfältige Prüfung, ob das wirklich notwendig ist. Der Fonds wird ja nicht gewinnorientiert arbeiten, das heißt, die Gesellschafter werden keine Ausschüttung erhalten. Das Kapital, was angespart wird, steht ausschließlich zur Entschädigung der Reisenden zur Verfügung. Und in den Niederlanden, nur mal by the way, hat es 20 Jahre gedauert, diesen Fonds anzusparen. Wenn wir also hier eine sehr kurze Frist setzen und noch Steuern draufpacken, wird das sehr schwierig werden. Kollege Hellberg hat ja gerade eben darauf hingewiesen, ich komme zum Thema Versicherungskapazität, dass ab dem Sommer nur noch 3 Versicherer überhaupt zur Verfügung stehen. Bisher war der Gesamtmarkt von 28 Milliarden Euro Pauschalreisen im Jahr 2019 als Referenz abgesichert mit 440 Millionen Euro. Künftig wäre das, wenn der Markt mal wieder da ist nach der Krise, vergleichbar, dass wir eine Deckung brauchen von über 2 Milliarden durch die Versicherung. Hier ist die Frage, ob diese Versicherungskapazität da ist und vorhanden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, müssen wir über Bundesbürgschaften oder andere Instrumente reden, damit dieses Konstrukt funktioniert. Pauschalreisen, mein nächster Punkt, stehen in Wettbewerb zur Einzelleistung. Deswegen plädieren wir dafür, dass das Sicherungsentgelt, im Moment ist 1% im Gesetzentwurf, ausgewiesen werden kann und zusätzlich auf den Reisepreis aufgeschlagen werden kann in einem transparenten Prozess, damit der Kunde und Verbraucher auch weiß, was denn die tatsächlichen Kosten für seine Absicherung sind. Da wir möglicherweise diese große Engstelle im Bereich der Versicherungskapazität haben, nächster Punkt, schlagen wir vor, dass neben der Versicherung und der Bankbürgschaft auch ein insolvenzfestes Treuhandkonto vorgesehen wird, auf das der Reiseveranstalter die Kundengelder einzahlen kann, sodass sie als ein weiteres Sicherungsinstrument zur Verfügung stehen. Und letzter Punkt von meiner Seite, wir brauchen eine klare Regelung für den Reisevertrieb. Im Gesetzentwurf ist nicht klar definiert, dass Reisebüros, wenn sie verbundene Reiseleistungen verkaufen, diese nur dann absichern müssen, wenn sie auch das Geld dafür einnehmen, sondern es können nach dieser Interpretation alle verbundenen Reiseleistungen abzusichern sein. Das wäre ein deutlicher Nachteil für Reisebüros, der im Übrigen auch so nicht geregelt ist in der Pauschalreiserichtlinie. Hier würde also diese Regelung über das hinausgehen, was wir im europäischen und auch im deutschen Recht umgesetzt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Inger. Als nächstes hätte das Wort jetzt Frau Leonhardt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier. Entschuldige, dass ich verwirrt war. Ich war nämlich in der Buchstabenfolge verwirrt, weil M sozusagen neben Ihnen steht. Deshalb
Das so. Schild Metzmann steht in der falschen Reihe. Kein Deshalb Problem. War ich verwirrt, nur weil sie so sich gewundert hat. Also Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kein Problem, wenn Sie es mir bei der Zeit hinten wieder dranrechnen, ist das kein Thema. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich, vor allen Dingen, weil ich der Sachverständigenliste entnommen habe, dass ich hier offensichtlich die einzige Vertreterin mittelständischer, rein mittelständischer Interessen bin. Der BDO unterstützt grundsätzlich das gesetzgeberische Ziel, die Verbraucherinnen vor Insolvenzen in der Reisebranche zu schützen. Und wir als familiengeführte Busunternehmen haben dieses Ziel auch bereits schon ganz alleine hinbekommen. Wir brauchten dazu also noch keine Regelung. Unsere Busfahrgäste sind zumeist Stammkunden und kennen ihren Busunternehmer persönlich. Wir sehen das gerade in den Zeiten von Corona auch sehr deutlich. Als alle Grenzen um uns herum geschlossen waren, sind von unseren Busreisegästen Gäste keine Kunden gestrandet, an den Grenzen festgehalten. Die Busunternehmen haben alle nach Hause gebracht und haben das selbst übernommen, teilweise zu abenteuerlichen Umständen. Nämlich deswegen, weil sie sich ihrer Verantwortung schon so auch bewusst sind. Heute Morgen habe ich eine kleine Anfrage gelesen vom Interesse, der ist ja auch hier im Saal, ja, zur Thomas Cook Pleite, 106.000 gestrandete Urlauber. Auf der einen Seite großes Unternehmen, auf der anderen Seite bei unserem Busunternehmen null. Es gibt keine gestrandeten Busreisegäste. Mir sind keine bekannt in den ganzen Jahren. Ich bin jetzt 17 Jahre beim BDO. Dieser Umstand wird aber in keiner Weise durch den Regierungsentwurf berücksichtigt. Und sollte das Gesetz so kommen, wird es einen Großteil der mittelständischen Busunternehmen aus dem Markt drängen, denn weder die Sicherheitsleistungen noch die Entgelte, die Summen sind ja schon genannt worden, sind von den Busunternehmen zurzeit darstellbar. Jetzt, wo die Busbranche am Boden liegt und Busfahrten verboten sind, noch mal schlimmer das Ganze. Der Urlaub auf Mallorca ist nicht verboten, aber unsere Busse dürfen nicht fahren. Das kommt aus meiner Sicht einem gesetzlich verordneten Busreisesterben gleich. Und an den Verbraucherschutz möchte ich sagen, wenn die Folgen so sind, dass der Mittelstand aus dem Rennen geworfen wird und dass es keine mittelständischen Busunternehmen mehr gibt und die Fahrgäste nur noch darauf angewiesen sind, bei Großkonzernen zu buchen, ja, dann fehlen da auch Möglichkeiten und das ist für den Verbraucher nachher auch keine gute Sache. Und warum sind die Kosten für den Mittelstand so hoch und der Gesetzentwurf daher auch so mittelstandsfeindlich aus unserer Sicht? Der Fonds soll die tatsächlichen Haftungsrisiken der Unternehmen berücksichtigen. Bei den Haftungsrisiken für die Großkonzerne klappt das. 110 Millionen war zu niedrig, das wissen wir alle. Bei den Haftungsrisiken für die kleinen Unternehmen, vor allem für die Busunternehmen, da wird aber gar nicht hingeschaut. Zwar heißt es in der Begründung, dass die Risiken nicht vergemeinschaftet werden dürfen und Unternehmen unterschiedlich bewertet werden müssen, je nach Größe und Risiko. Bei der Umsetzung werden aber alle Unternehmen gleich behandelt. Und das führt zu einer Benachteiligung bei den Busunternehmen, denn wir haben keine Repatriierungsrisiken, wie ich eben schon dargestellt habe. Der Entwurf versucht dem auch gerecht zu werden, indem man diese 3-Millionen-Grenze eingeführt hat. Das greift aber viel zu kurz. Ja, da sind also nicht mal die kleinsten Mikrounternehmen mit einem Bus sind da vielleicht ausgenommen. Alle anderen mittelständischen und kleinen Busreiseveranstalter sind das nicht. Und ich habe da noch mal in den Gesetzesentwurf geschaut. Da gibt es offensichtlich eine Untersuchung, die dazu kommt, dass 3.200 Reiseveranstalter betroffen sein sollen. Das verstehe ich nicht. Wir haben allein 3.000 Mitglieder, die Reiseveranstalter sind. Also mir ist dieses Gutachten nicht bekannt. Wir wurden auch nicht gefragt, als damals dieser Entwurf entstanden ist. Irgendwo ist da was falsch berechnet. Ich bin zwar Juristin und kann kein Mathe, aber das verstehe ich an der Stelle dann trotzdem auch. Also wenn man das Ziel erreichen will, dann muss man den Jahresumsatz nicht auf 10 Millionen erhöhen, sondern dann muss man den auf 20 Millionen erhöhen. Nur so kann man kleine Unternehmen dort hinausbekommen. Aber der Beitritt muss auch freiwillig sein. Der Fonds soll ja gefüllt werden. Also wenn ein Unternehmer unterhalb der Grenze rein möchte, dann muss ihm dieses auch möglich sein. Und ein letztes Wort noch zu den Sicherheitsleistungen, die sind ja angesprochen worden. Unsere Unternehmen haben gute Bonität. Die haben rein kein Repatriierungsrisiko und sie haben viele teure Fahrzeuge. Die kosten im Schnitt so viel wie ein Einfamilienhaus. 450.000 Euro kostet ein Reisebus. Den haben die auf dem Hof stehen und damit Sicherheiten. Die zahlen so gut wie kaum Sicherheitsleistungen. Jetzt in der Krise sind die angestiegen auf maximal 4%. Wenn die jetzt aber in dieser Krise 7% Sicherheitsleistungen zahlen müssen, ich habe bei meinen Mitgliedern nachgefragt, bei kleinen Unternehmen sind das 200.000 Euro, bei mittelständischen Unternehmen kommen wir da auf über Millionengrenzen. Das ist in dieser Krise nicht leistbar. Und deswegen hier noch mal ganz stark unsere Forderung, Sicherheitsleistungen auf 1% und auch die Prämien auf 0,2%. Das ist unsere Forderung, denn auch die Prämien sind viel höher als das, was meine Mittelständler zurzeit aufgrund ihrer Risiken leisten müssen. Vielen Dank erst einmal.
Vielen Dank, Frau Leonhard. Als nächstes hat das Wort Herr Metmann. Wir haben jetzt als Information an ihn die Schilderreihenfolge hier im Saal auch umgestellt. Bitte schön. Ja, vielen Dank dafür, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt den Systemwechsel bei der Insolvenzabsicherung. Es soll nun zukünftig ein System geben, das erstmals seit 30 Jahren europarechtskonform sein wird. Aber nur, wenn es auf den letzten Metern im Parlament nicht noch zu gravierenden Änderungen kommt, die wieder eine Staatshaftung wahrscheinlicher machen würden. Es ist also Vorsicht geboten. Bei dem Vorhaben geht es endlich schlicht darum, wie die Vorgaben der Pauschalreiserichtlinie richtig in deutsches Recht umgesetzt werden können. Und insoweit macht der Gesetzentwurf alles richtig. Der Systemwechsel zum Reisesicherungsfonds ist ein notwendiger Schritt. Ich begrüße das vollumfänglich. Die Pauschalreiserichtlinie ist eindeutig. Alle Reiseanbieter, auch solche großen wie Thomas Cook oder TUI, müssen über eine wirksame Insolvenzversicherung verfügen. Das war bislang nicht der Fall. Die großen Reiseanbieter waren dramatisch unterversichert. Nicht unterversichert, aber von niedrigen Prämien haben auch alle kleinen und mittelständischen Reiseanbieter profitiert. Warum? Es gibt in Deutschland, wir haben es eben gehört, mehrere tausend Unternehmer, also auch mehr als noch weitaus mehr als 3000 noch was, die nach dem Reisegesetz eben als Pauschalreiseanbieter gelten. Mehrere tausend. Aber wie viele Versicherungen gab es? In der Vergangenheit circa 7, jetzt nur noch 3. Eine Versicherung hat also viele hundert, vielleicht sogar weit über 1000 Reiseveranstalter abgesichert in ihrem Portfolio und dabei ihre Haftung pro Geschäftsjahr auf 110 Millionen Euro beschränkt. Das hat sich natürlich in den Prämien aller Versicherten niedergeschlagen, auch der KMUs. Und deshalb wird es mit dem Systemwechsel teurer für alle Reiseveranstalter. Und ja, wenn diese Teuerungen weitergereicht werden, wird es auch teurer für Verbraucher. Ich höre immer wieder aus der Reisebranche, Herr Metmann, das kann der Verbraucherschutz doch nicht wollen. Wer so argumentiert, schätzt seine eigene Dienstleistung nicht genug wert. Qualität hat eben ihren Preis. Aus Sicht des Verbraucherschutzes ist nicht der billigste Preis entscheidend, weiß Gott nicht. Maßgeblich ist vielmehr, dass eines der Qualitätsmerkmale der Pauschalreise, nämlich die umfassende und effektive Insolvenzabsicherung, auch tatsächlich so funktioniert, wie es den Reisenden versprochen wird. Pauschalurlauber müssen den Versprechungen vertrauen können. Dieses Vertrauen wurde durch Thomas Cook, na, vielleicht nicht gerade zerstört, aber doch zumindest nachhaltig erschüttert. Es müsste im ureigensten Interesse der Reisebranche liegen, dieses Vertrauen wiederherzustellen, gerade auch in dieser für die Branche äußerst schweren Zeit. Ich habe eine Bitte. Ändern Sie den wirklich guten Gesetzentwurf jetzt nicht unbedacht. Das ist ein Regelwerk mit so vielen Stellschrauben. Dreht man an einer, verändern sich an anderer Stelle wichtige Parameter. Dieser Gesetzentwurf berücksichtigt die Vorgaben der Pauschalreiserichtlinie, aber eben auch die berechtigten Belange der Reiseindustrie, sprich vor allem die dramatische wirtschaftliche Lage wegen der Corona-Krise. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Reisebranche und deren Interessensvertretung war, die eine Neuregelung immer wieder aufgeschoben haben und freilich bei der Bundesregierung auch immer auf offene Ohren gestoßen sind. Das gehört auch zur Wahrheit. Damit haben sie sich letztlich selbst in diese Situation hineinmanövriert, dass man eben jetzt mitten in der Krise diesen Systemwechsel zum Reisesicherungsfonds hinkriegen muss. Und ich warne nur davor, auf weitere Sirenengesänge, wie ich heute schon wieder gehört habe, und vor allen Dingen unbelegte Zahlen zu hören, die einfach mal in den Raum geworfen werden. Von wegen der Beitragssatz sei viel zu hoch gegriffen und so weiter. Die Versicherungsprämien haben sich spätestens in der aktuellen Krise deutlich nach oben angepasst. Sie liegen nach meinen Informationen aus der Versicherungsbranche zwischen 0,4 und 4%. Eins ist ganz klar. Wenn man die Belastungen für die Reiseveranstalter jetzt noch verringern will, wird sich zwangsläufig die Aufbauphase verlängern. Und der Staat muss dann seine Garantie entsprechend verlängern. Wenn der Fonds in der Aufbauphase nicht ausreicht, muss eben der Staat einspringen und die Reiseveranstalter müssen Garantieprämien zahlen, um das Risiko für die Steuerzahler abzusichern. So oder so trägt die Reisewirtschaft die Kosten. Aus Verbrauchersicht spricht daher nichts gegen eine Verlängerung der Aufbauphase. Allenfalls sollte die Marktabdeckung von 15% deutlich nach oben erhöht werden. Denn die Pauschalreiserichtlinie verlangt im Umkehrschluss, dass alle wahrscheinlichen Risiken abgesichert sein müssen. Was wahrscheinlich ist, hat sich aber mit der Corona-Krise deutlich geändert. Es drohen viele Insolvenzen im Reisebereich. Das muss mit berücksichtigt werden, sonst droht wieder Staatshaftung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Metmann. Als nächstes Herr Staudinger. Applaus
Sie haben Ihr Mikro noch nicht eingeschaltet, höre ich hier. Genau, Moment. Ich hoffe, jetzt klappt alles. Ja. Jetzt klappt es. Guten Tag, meine Damen und Herren. Genau. Vielen herzlichen Dank und nochmal Pardon dafür, dass ich mehrfach es versucht habe, allerdings ohne Erfolg, mich immer einzuwählen. Nun aber hoffe ich mit Bild und Ton. Zunächst möchte auch ich von meiner Warte aus ganz deutlich unterstreichen, dass ich sehr zufrieden damit bin, dass das alte Modell, was wir auch derzeit ja noch im BGB haben, aufgegeben wird, denn das bisherige Absicherungsmodell ist zweifellos europarechtswidrig und ist insofern auch nicht geeignet, den Zielen zu entsprechen. Das hat sich ja gerade eben auch anhand der Krise von Thomas Cook eben gezeigt. Die Frage, die ja jetzt womöglich heute im Raum steht, wenn man vom Ob her, vom System Abstand nimmt, zu Recht von dem alten Modell, dann ist meines Erachtens auch der Weg der richtige, eine Fondslösung anzudenken. Die Frage, die dann sicherlich im Raum ist, ob die Parameter, und das heißt die Zahlen, die Berechnungen zutreffen. Nach meiner Einschätzung, ich bin natürlich nun Jurist und nicht Ökonom, sind allerdings die bisherigen Kennziffern schon überzeugend und sollten dementsprechend auch den Risiken ausreichend Rechnung tragen, die es eben abzusichern gilt. Das sind die Vorauszahlungen, aber eben auch die Repatriierungskosten. Das heißt, erst einmal Daumen hoch für den Weg weg von einer Versicherungslösung hin zu einer Fondslösung und sicherlich auch drängt die Zeit, denn der europarechtswidrige Zustand sollte alsbald abgestellt werden. Wenn man dann nur noch mal genauer hinsieht, gibt es natürlich Bestrebungen und ich habe auch natürlich die Stimmen vernommen. Das eine ist die Frage, wie viele sollten von einem solchen Zwang ausgenommen werden, also Mitglied in diesem Fonds zu sein. Da kann man natürlich über Schwellenwerte nachdenken. 3 Millionen Umsatz, 5 Millionen oder 10 Millionen. Von meiner Tendenz her bin ich aber der Ansicht, dass ein Fonds dann effektiv arbeiten kann, wenn möglichst viele mitmachen. Und daher ist eben die Frage, wenn man selbst moderat die 3 Millionen Grenze des Umsatzes anhebt, sollte das mit Vorsicht nur getan werden, damit eben möglichst viele auch erreicht werden von dem Fondsmodell. Das Zweite ist, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Inlandstourismus etwa von Busunternehmen und eben denjenigen, die grenzüberschreitend eben auch Flugpauschalreisen anbieten. Dahingehend fallen natürlich andere Risiken an, etwa Repatriierungskosten. Und dahingehend ist aber meines Erachtens schon im Gesetz hier und da, jedenfalls auch in der Begründung, angelegt, diese Risiken richtig auch zu taxieren. Und dementsprechend sehe ich da auch schon die Möglichkeiten, auf dieses Phänomen einzugehen, dass man nicht alle gleichermaßen über einen Kamm scheren kann. Das kann man vielleicht noch etwas prägnanter machen und vielleicht auch noch etwas deutlicher machen, dass allein der Umsatz nicht womöglich die einzige Kennziffer ist. Was ich dann noch sagen möchte, ist, dass natürlich die Frage im Raum stand oder immer noch auch steht, ob man über dieses Reformprojekt jetzt noch weitere Reformen angehen sollte. Ich bin nicht der Ansicht, dass man eine Vorauszahlungspraxis jetzt verbieten sollte. Ich halte das auch nicht für überzeugend. Aber die Frage ist natürlich, dass man jetzt das tun muss, was geboten ist. Das ist das System verändern im Pauschalreiserecht, dass damit nicht alle Hausaufgaben erledigt sind. Das ist sicherlich richtig. Aber die Frage ist heute erstmal Absicherung der Vorauszahlung und Repatriierungskosten und die Frage, was mal im Bereich etwa der reinen Luftbeförderung noch zu tun ist auf nationaler oder europäischer Ebene, ist womöglich eben jetzt ja auch nicht das, was ansteht. Denn jetzt muss erstmal die Reform umgesetzt werden, die tatsächlich hier diskutiert wird, nämlich die Pauschalreise wieder zum Rundum-Sorglos-Paket zu machen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Staudinger. Als nächstes und letztes hat das Wort Herr Tonner. Ja, vielen Dank. Es ist jetzt so viel Lob über den Regierungsentwurf bereits gesagt worden, den ich mich im Prinzip auch gerne anschließe, ihn aber jetzt nicht aus Zeitgründen wiederholen muss, sondern gerne drei Fragen aufnehmen möchte, die auch schon angeschnitten worden sind. Zunächst einmal das vollständige Inkrafttreten dieses Gesetzes zum 1. Juli 2021. Ich meine, dass man nicht zuwarten sollte, dass wir parallele Regelungen bis zum Ende der Sommersaison am 31. Oktober 2021 haben. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass sich die
Versicherer und die Reiseveranstalter so schnell nicht umstellen könnten. Aber wir haben ja nun gerade auch von der Versicherungswirtschaft gehört, dass sie auch dafür plädiert, die Regelungen am 1. Juli vollständig in Kraft treten zu lassen. Und man darf ja schließlich auch nicht vergessen, auch das ist schon angesprochen wurde, das Eckpunktepapier, das uns alle diese schönen Regelungen angekündigt hat, hat ja nun auch schon ein gewisses Alter. Es ist überaus bedauerlich, dass es so lange gedauert hat vom Eckpunktepapier bis zum Referentenentwurf. Wäre der Referentenentwurf Ende vergangenen Jahres präsentiert worden, hätte man jetzt eine etwas bequemere Übergangsfrist zum 1. Juli 2021, um dann mit einer einheitlichen Lösung starten zu können. Ein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang. Ich verstehe nicht ganz, warum so eine komplizierte Verordnungsermächtigung bezüglich dieser Übergangsregelung im Gesetz befindet. Selbst wenn man entgegen dem, was hier überwiegend und auch von mir jetzt vorgetragen wurde, sagt, dieses Datum muss überhaupt fallen. Selbst wenn man sagen sollte, nein, wir brauchen das, dann meine ich, dass also der Gesetzgeber selbst gehalten ist, auch das Enddatum festzulegen. Diese Verordnung sagt ja nicht 31. Oktober 2021 beziehungsweise die Verordnungsermächtigung ist Schluss, sondern vielleicht auch ein späteres Datum. Und ich will jetzt nicht also anfangen, jetzt in verfassungsrechtlichen Zweifeln über eine so unbestimmte Verordnungsermächtigung zu grübeln, ob man das so sagen könnte. Es tritt dann irgendwann mal in Kraft seitens des Gesetzgebers, weil ich es ohnehin nicht für richtig halte, dieses Datum 31. Oktober anzupeilen. Mein zweiter Punkt, da plädiere ich ebenfalls in die gleiche Richtung wie viele andere, wie das auch bei der Einbringung dieses Gesetzentwurfs in der vergangenen Woche im Plenum des Bundestages schon deutlich wurde, dass man im Interesse vor allen Dingen des Mittelstandsschutzes eine Verlängerung der Aufbauphase des Reiseversicherungsfonds hier benötigt. Vielleicht hätte ich das vor 2 Jahren noch anders gesehen. Aber selbst wenn man das Thema unter Verbraucherschutzgesichtspunkten betrachtet, muss man doch davon ausgehen, dass der Strukturwandel, der jetzt für den Mittelstand ohnehin ansteht, und durch diese Covid-19-Pandemie nun derart beschleunigt wird, nicht dazu führen darf, dass hier nun ein ganzer Sektor aus der Branche herausfällt. Das darf nicht der Sinn der Geschichte sein. Und deswegen ist die Frage, warum muss man denn an dieser 5-jährigen Aufbauphase, an dieser Beschränkung auf die 5 Jahre festhalten? Und das überzeugt mich nicht. Den Bund als Fiskus halte ich da nicht für besonders schützenswert, aus dem einfachen Grund, weil er selbst seinen Anteil dazu beigetragen hat, dass wir uns in der Situation befinden, in der wir uns jetzt hier gegenwärtig befinden, dass die gegenwärtige Regelung mit den Vorgaben des Europarechts nicht vereinbar ist. Das wussten wir schon lange. Das wussten wir auch alle eigentlich schon vor Thomas Cook. Warum hat man es nicht früher gemacht? Also dass ich also zu dem Ergebnis komme, dass es dem Bund durchaus zuzumuten ist, die staatliche Garantie dann entsprechend einer zu verlängernden Aufbauphase hier auszudehnen. Es sind ja entsprechende Vorschläge in der Stellungnahme des Bundesrats zu dem Regierungsentwurf enthalten, die man hier auch durchaus aufgreifen kann. Und man sollte auch nicht vergessen, das ist auch schon gesagt worden, der Bund kassiert ja für die Garantie, die er da gibt, schließlich auch Prämien, sodass er das Risiko, was er durch eine Verlängerung der Aufbauphase mittragen muss. Und das muss er ohne Zweifel. Man kann natürlich nicht die Aufbauphase verlängern, ohne die staatliche Garantie des Bundes mitzunehmen. Jedenfalls wird der Bund dadurch auch ein bisschen geschützt. Letzter Punkt. Die KMU und die Reisesicherungsfonds mit der 3-Millionen-Grenze. Auch hier bin ich der Meinung, dass das also zu kurz gegriffen ist, also ohne das jetzt im Einzelnen ausführen zu müssen. Der Bundesrat hat 20 Millionen vorgeschlagen. Das halte ich für zu hoch. Die Versicherungswirtschaft hat 10 Millionen vorgeschlagen. Das ist auch mit Zahlen unterlegt worden, dass der Aufbau des Fonds, also die Erreichung des Zielkapitals durch die mögliche Verminderung von Teilnehmern am Fonds dadurch nicht gefährdet wird. Bei 20 Millionen ist das meines Wissens nicht so durchgerechnet worden, für die 10 Millionen aber schon. Und diesen Weg sollte man dann auch gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sicher ist auch eines, Ihre einführende Stellungnahme war zu lang. Das sage ich nur der guten Ordnung halber.
anderthalb Minuten drüber, aber wir werden das gleich irgendwie ausgleichen. So, jetzt, also wir schneiden es nicht im Nachhinein raus, insofern. Jetzt habe ich hier schon eine ganze Reihe Wortmeldungen und die Rückmeldung an mich war, dass die Sachverständigen hier im WebEx nur das Bild unseres Kubus hier sehen. Und deshalb bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, die Fragen stellen, ihren Namen zu nennen, damit die Sachverständigen genau wissen, wie das zuzuordnen ist, weil sie nicht unbedingt oder nicht sicher auch ihr Bild sehen. Als erstes hat sich gemeldet Herr Steinecke. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Sachverständige, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen, eine an Herrn Hellberg. Das haben Sie in Ihrer Stellungnahme auch noch mal dargestellt zum Thema des Abgrenzungskriteriums. Also Sie sitzen auf die Zahlungsunfähigkeit und nicht auf das Thema Vertragsschluss. Vielleicht können Sie noch mal das ein bisschen darstellen, weil das ja bisher nicht Gegenstand war, weil das hat dann Auswirkungen ja für die Sicherheiten. Und deswegen ist das, glaube ich, als Thema noch mal klar, dass wir darüber noch mal reden, welchen Zeitpunkt für den Haftungs- und Regulierungsschnitt man wählt. Also wie gesagt, Zahlungsunfähigkeit oder Vertragsschluss. Und als zweite Frage an Herrn Inger. Wir haben das Thema über die Summen gerade schon gehört für die KMU. Und ich habe in den letzten Tagen vermehrt gehört, das spielt sicherlich eine Rolle, darüber wird zu reden sein, aber ich habe gehört so nach dem Motto, ja, jeder, der eine Versicherung bekommt, kann doch aus dem Fonds raus. Ich verkürze das mal. Also warum muss denn überhaupt jemand rein, auch wenn er 50 Millionen Umsatz hat, wenn er eine Versicherung bekommt? Das kann ja durchaus Auswirkungen haben auf den Fonds, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber diese Frage, halten Sie das überhaupt für realistisch? Und wie sieht das die Reisewirtschaft, weil es da durchaus unterschiedliche Vorstellungen gibt. Ich habe das von Reiseparks, Freizeitparks und sowas gehört, in diese Richtung zum Beispiel. Also nicht nur um die Summe, sondern die diskutieren um die Frage, jeder, der halt eine Versicherung bekommt. Und wir haben ja von Herrn Hellberg gehört, wie das aussieht ab dem 1.7., ob das überhaupt realistisch ist und was Sie als davon halten. Vielen Dank, Herr Steinig. Als nächstes Herr Brunner. Herr Vorsitzender, meine Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank an die Sachverständigen für Ihre Ausführungen. Es war für mich also zumindest jetzt erfreulich zu sehen, dass dieser Paradigmenwechsel, der Wechsel hin zur Fondslösung, insgesamt positiv bewertet wird und wir eigentlich an den Feinheiten dieser Fondslösung und der Übergang in die Fondslösung zu feilen haben und das die politische Aufgabe sein wird, dies so umzusetzen, auch noch am Ende oder in der Pandemie, in der die Reisebranche am Boden liegt, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher trotzdem eine vernünftige Lösung auf den Tisch bekommen müssen, der für die Branche auch noch finanzierbar ist. Ich habe zwei Fragen, die sich im Wesentlichen mit der Ansparphase und dem Schwellenwert beschäftigen. Denn wenn ich den Schwellenwert erhöhe und ich nehme jetzt mal alle zusammen, diese Wortmeldung, und die Ansparphase verlängere, hat das ja ganz deutliche wirtschaftliche Auswirkungen als solche. Wenn ich den Schwellenwert erhöhe, habe ich weniger, die in den Fonds einbezahlen. Und wenn ich dann gleichzeitig noch die Ansparphase verlängere, ist auch ein niedriger Betrag da. Und deshalb stellt sich an mich die Frage, die stelle ich an Herrn Professor Staudinger. Sie haben vom Schwellenwert gesprochen, dass Sie sich dort eine Anpassung vorstellen könnten und haben wir haben verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir bei den 10 Millionen, die sich so eingependelt haben, als Schwellenwert für die Versicherungslösung hin zur Fondslösung auch eine wirtschaftliche den Betrieb ermöglichen? Und an Herrn Buller vom Verband Internet Reisevertrieb die Frage, haben Sie durchgerechnet bei der Hochlaufphase mit 5% plus und mindestens 7 Jahren, ob wir dann, wenn 10 Millionen Schwellenwert ist, dies auch noch wirtschaftlich umsetzen können? Mein Name ist Brunner, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Brunner. Als nächstes Herr Mayer von der AfD. Ja, da haben Sie ja meinen Namen schon genannt. Also. Aus genau dem Grunde vorsorglich. Ja. Ja, also da brauche ich es nicht wiederholen, aber ich sage es trotzdem noch, Mayer von der AfD. Ja, auch vielen Dank an die Sachverständigen. Und meine Frage richtet sich an Frau Leonhardt. Sie sind ja nicht nur die einzige Frau in der Runde hier, sondern Sie haben ja auch deutliche Worte gefunden. Also wenn ich da mal zitieren darf, der vorliegende Regierungsentwurf ist in keiner Weise geeignet, die tatsächlichen Haftungsrisiken der kleinen und mittelständischen Reisebusunternehmen angemessen und verhältnismäßig zu berücksichtigen und so weiter. Also das sind ja schon, stimmen hier nicht in den Jubelchor mit ein. Und ich habe zwei Fragen an Sie.
die auch die besondere Situation jetzt gerade in der Corona-Pandemie aufgreifen. Erhalten Busunternehmer, die ja besonders unter den Bedingungen der Pandemie zu leiden haben, gegenwärtig eine Insolvenzabsicherung auf dem freien Markt zu akzeptablen Konditionen? Ist das momentan möglich? Und die zweite Frage an Sie, welche Änderungen am Gesetzentwurf sind nach Ihrer Ansicht erforderlich, um den Bedingungen der Busunternehmen speziell in der Pandemie gerecht zu werden? Vielen Dank, Herr Mayer. Als nächstes Herr Lehrieder. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Paul Lehrieder, tourismuspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und auch Mitglied im Rechtsausschuss. Meine Fragen gehen an Herrn Inger. Herr Inger, es wurde vorhin schon von mehreren Vorrednern angesprochen, auch in den Eingangsstatements darauf hingewiesen, dass die bisher angedachten 3 Millionen möglicherweise eben schon hier von der Opt-out-Regelung vielleicht etwas zu eng gefasst sind. Bin ja sehr dankbar. Der Kollege Brunner hat ja letzten Freitag in der ersten Lesung noch von 5 Millionen gesprochen. Heute ist er schon bei 10 Millionen. Ich finde es gut. Ich finde den Erkenntnisgewinn gut, Herr Kollege. Ich glaube also, in die Richtung sollten wir uns ernsthaft eben hier gedanklich bewegen. Jetzt meine Frage an Sie, Herr Inger. Wie hoch ist voraussichtlich bzw. schätzungsweise der Marktanteil der Reiseveranstalter, die sich dann zwingend über den Fonds absichern müssen bei einer Erhöhung der Ausnahmegrenze für die Pflichtmitgliedschaft im Fonds auf 10 Millionen oder, wie es der Bundesrat vorgeschlagen hat, auf 20 Millionen. Wie viel ist an Haftungsmasse mehr oder weniger in den Fonds, wenn man die beiden Berechnungsgrundlagen zugrunde legt? Meines Wissens dürfte es nur etwa bei 1% zwischen 3 und 10 Millionen sein, die an Haftungsmasse dem Fonds verloren ginge, wenn man von 3 Millionen auf 10 Millionen steigert. Das heißt, ein großer Substanzverlust des Fonds dürfte sich bei dieser Erhöhung nicht eben ergeben. Gleichzeitig natürlich eben ist es für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, für die kleinen Unternehmer, die mit 10 Millionen pro Jahr eben relativ wenig eben Geschäftsanteil haben, auch wenig Risiko haben, natürlich eben entspringt hier eine gerechtere Lösung. Würde das jeweils die Funktionsfähigkeit des Fonds beeinträchtigen, beziehungsweise wäre dann jeweils noch eine entsprechende Absicherung auf dem Versicherungsmarkt möglich? Auch insbesondere für Hotels bzw. Hotelketten und Freizeitparks, die hat der Kollege ja vorhin schon angesprochen, oder Anbieter mit geringem Schadensrisiko bzw. Eigenanreise. Auch das, was eben Frau Leon hat ja angesprochen hat, die Repatriierungskosten, die natürlich von Reiseanbieter zu Reiseanbieter unterschiedlich sind, die bei einem Busunternehmen wieder anders zu werden sind, als wenn ich eine Flugreise nach Mallorca mache. Und dann noch die Frage, eben sprechen wir an Sie noch, Herr Inger, die zweite Frage. Inwieweit ist es möglich, die Höhe der Vorentgelte und der Sicherheitsleistung nicht nur nach der Umsatzhöhe, sondern auch nach der Bonität, dem Eigenkapital und den potenziellen Repatriierungskosten zu differenzieren, da zum Beispiel für Anbieter erdgebundener Reisen sowie für Anbieter ohne Eigenanreise wie Hotels und Freizeitparks im Insolvenzfall die Sicherstellung der Rückbeförderung der Reisenden entweder weniger aufwendig bzw. gefährdet ist oder gänzlich entfällt? Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Lehrieder. Als nächstes Herr Müller-Böhm. Ja, herzlichen Dank, Roman Müller-Böhm von der FDP-Fraktion. Ebenfalls wie Kollege Lehrieder im Tourismus- und Rechtsausschuss Mitglied. Meine beiden Fragen richten sich an Michael Buller, den ich auch hier noch mal ganz besonders herzlich Danke sagen möchte, dass er nicht nur gerade im Tourismusausschuss, sondern auch jetzt im Rechtsausschuss quasi in Folge als Experte zur Verfügung steht. Meine erste Frage richtet sich erst einmal bezüglich auf die Sicherheitsleistung. Sie hatten es angesprochen, Sie schlagen vor, von 7% auf 5% hinunterzugehen. Meine Frage wäre überhaupt, ist das so in der Form, wären die 7% überhaupt von der Branche da an der Stelle zu leisten, wirtschaftlich, aber auch auf dem Versicherungsmarkt? Und was wären dann entsprechende Lösungsansätze? Zweite Frage. Wir diskutieren ja gerade erst über die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Insolvenzfonds. Es geht ja aber auch am Ende darum, dass den ja jemand verwalten muss. Und die, ich sage jetzt mal, Diskussionen darüber gehen ja bereits los. Nun ist es ja so, dass neben Gesellschaftsform und vielen weiteren mehr es ja aber faktisch so ist, dass die Bewerber dafür auch bereits eigentlich jetzt schon gewisse Vorbereitungsmaßnahmen treffen müssen. Und inwieweit ist es für Sie als Verband da an der Stelle auch ein Punkt, dass Sie eigentlich noch keine klaren Bedingungen haben, für die Sie sich im Grunde dann sehr zeitnah, aber schon eventuell sonst interessieren müssten, wenn Sie dort sich bewerben wollen und was für Auswirkungen hat das? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Müller-Böhm. Als nächstes Herr Dressel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank an die Sachverständigen. Das ist ja gerade für die Reisebranche ein sehr wichtiges Thema, auch insbesondere in dieser Situation, in der wir uns befinden. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Frage, wie dick ist das Kapital dort noch nach dieser Krise tatsächlich gesät? Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt zu einer Lösung kommen. Es ist in der Tat so,
Wir haben ja schon, glaube ich, in ähnlicher Zusammensetzung Kollege Brunner über die Frage diskutiert. Und es war ja lange klar, dass wir in dieser Situation sind. Thomas Cook hat das dann noch mal in der Praxis sehr deutlich gemacht. Und deswegen ist die Bundesregierung natürlich zu einem großen Teil selbst mitschuld an der Situation, in der wir heute sind. Auch, das will ich ausdrücklich sagen, was Professor Tonner gesagt hat, dass sie lange quasi unterlassen hat, zu einer Lösung zu kommen und deswegen der Druck jetzt tatsächlich so groß ist. Ich habe zwei Fragen an Frau Leonhard. Zum einen, Kollege Müller-Böhm hat es ja gerade schon mal angesprochen, diese Frage Konstruktion dieses Reisesicherungsfonds. Ich habe in einer Stellungnahme für heute gelesen, dass da schon eine GmbH in Gründung ist, obwohl die Parameter überhaupt gar nicht feststehen, wie die denn am Ende tatsächlich ausgestaltet werden soll. Mich würde von Frau Leonhard interessieren, wie bewerten Sie denn diese Konstruktion dieses Reisesicherungsfonds als GmbH, der ja quasi einen Beirat bekommen soll, der aber, sage ich jetzt mal, relativ zahnlos ist? Wir wissen alle, dass wer diesen Fonds kontrolliert, natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf die Reisebranche hat. Also insofern würde mich Ihre Einschätzung gerade als Vertreterin der mittelständischen Reisewirtschaft interessieren, im Hinblick auf die Frage Wettbewerbsverzerrungen, Beirat, reicht dieser Beirat aus? Und die zweite Frage ist, das ist ja vorhin auch angesprochen worden, diese Umsatzgrenze 3 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen sind ja unterschiedliche Höhen jetzt im Gespräch. Vielleicht können Sie uns aus der Praxis noch mal sagen, welchen Unterschied würde denn eine Anhebung der Umsatzgrenze zum Beispiel von 3 auf 10 Millionen für Ihre Mitgliedsunternehmen machen? Wäre dann tatsächlich nur noch die großen Unternehmen bei Ihnen betroffen oder ist das für die Breite der Unternehmen tatsächlich an der Stelle virulent? Vielen Dank, Herr Dressel. Und als letztes hat das Wort Frau Kassner, die uns per Webex zugeschaltet ist. Ja, einen schönen Abend in die Runde. Ich habe schon gedacht, dass Frauen hier ein bisschen unterrepräsentiert werden. Habe mich gewundert, dass ich als Letzte drankomme. Nicht ganz so nett, aber macht ja nichts. Ich möchte mich erstmal bei allen bedanken für ihre Stellungnahmen. Es war sehr interessant, sie zu lesen, zumal viele Dinge auch sich wiederfanden, die wir auch in unserer Debatte in der vergangenen Woche im Plenum auch schon diskutiert haben. Wir begrüßen als Fraktion sehr diese Fondslösung. Wir haben das schon mehrfach zu verstehen gegeben. Allerdings sind natürlich viele Rahmenbedingungen dabei noch ungeklärt. Und deshalb nochmal meine Fragen, um das ein bisschen deutlicher zu machen, an Herrn Professor Tonner. Wir würden gern wissen, also wir bedauern sehr, dass das ganze Verfahren so lange gedauert hat und jetzt so eine gewisse, freie Zone eingetreten ist. Also wie überbrückt man die Zeit für Reisende jetzt im Sommer, wo wir hoffen, dass tatsächlich noch etwas an Reisen tatsächlich stattfinden kann, bevor eben diese Fondslösung tatsächlich wirkt. Und eine Frage hätte ich noch. Denken Sie, Herr Professor, ob das ausreichend ist, um die Situation kleiner und mittlerer Unternehmen, in der gerade jetzt auch schon von Kollegen stark dargestellten Situation wirklich zu repräsentieren. Mal eine ganz andere Frage gestellt als umgedreht. Wir haben ja dafür gewotet, dass es eine längere Anlaufphase geben sollte, also über die 5 Jahre hinaus. Denken Sie, dass das zumutbar ist, auch dem Bund gegenüber? Es würde ja bedeuten, dass dann eben die Haftung auch länger durch den Bund vorgenommen werden müsste. Und ein Thema, was noch gar nicht diskutiert wurde, der Beirat. Welche Aufgaben sollte er haben? Welche Befugnisse? Ist das ausreichend, was jetzt angedacht ist? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kassler. Und nur zur Erläuterung, die Meldungen nehme ich hier im Allgemeinen nach der Reihenfolge der Meldung an. Und ich weiß natürlich nicht zwingend, ob jetzt Ihre Meldung vielleicht nicht ganz so schnell bei mir angekommen ist, wie sie per Webex gekommen ist. Und dann mischen wir auch ein bisschen zwischen Koalition und Opposition, letztlich in analoger Anwendung der Geschäftsordnung für das Plenum. Das ist so ein bisschen die Reihenfolge, aber das zur Erläuterung. So, jetzt haben wir die erste Fragerunde hier zusammen.
und gehen rückwärts mit den Antworten vor. Jetzt sehen Sie, es geht nämlich genau umgekehrt. Jetzt kommt nämlich Herr Tonner als erstes dran mit den beiden Antworten auf Ihre Fragen. Ja, zunächst zur Frage nach dem Sommer. Also ich sehe da ein ganz großes Problem durch eine etwas versteckte Regelung in dem Gesetzentwurf, nämlich die Übergangsregelung, die da vorsieht, dass Verträge, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen werden, nach altem Recht zu behandeln sind. Das ist eine ganz übliche Übergangsregelung, die sich in jedem Gesetz so findet, wenn es um vertragsrechtlich handelt und an der man meines Erachtens auch nicht vorbeikommt, weil man schlechterdings als Gesetzgeber in bestehende Verträge eingreifen kann. Der Verbraucher ist hier halbwegs geschützt, weil die Regelung im noch geltenden Recht besagt, dass hier die Sicherungsscheine, die nach altem Recht ausgegeben werden, auch nach Ablauf von Versicherungsverträgen hier noch weiterhin gelten. Aber das Problem ist, wie ist denn jetzt anschließend der Betreffende abzusichern? Denn die 110-Millionen-Grenze, die fällt ja, wenn er nach neuem Recht von der Möglichkeit Gebrauch macht, die bisherigen Sicherungsinstrumente noch beizubehalten, fällt die ja weg, sodass man dann bei den 22% angelangt ist. Dann die Frage, die Sie auf mehrere, ich darf jetzt mal mehrere Fragen von Ihnen zusammenfassen, die sich vor allen Dingen auf die Situation der kleinen und mittleren Unternehmen befassten. Dort wir können ja nicht einfach sagen, du bist ein KMU, deswegen wir mögen dich, du wirst besser behandelt als so ein großer Anstalter. Das ist grundsätzlich was Böses, also zahl du nochmal. Also ich glaube, da können wir mit einigen Grundsätzen unserer Rechtsordnung in Betracht kommen. Und den Strukturwandel für den Mittelstand unter den Bedingungen der Pandemie so zu gestalten, dass der Mittelstand uns noch erhalten bleibt, ist nicht vornehmlich ein juristisches Problem, aber immerhin, wir Juristen setzen ja doch im Allgemeinen Rahmenbedingungen. Und da ist das, was Sie erwähnt bzw. gefragt haben, Frau Kassner, auch das Entscheidende. Man kann meines Erachtens ein bisschen dadurch steuern, dass man auf den Beirat zugreift. Der Gesetzgeber hat das durchaus gesehen, dass hier spezifische Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen vorhanden sind. Das steht in diesem Paragraphen 9 des Gesetzentwurfs mit so drin. Aber dabei kann es nicht bleiben, meines Erachtens, denn dann kann der Fonds, die Geschäftsführung des Fonds eigentlich mit dem Beirat machen, was sie will. Und das muss verhindert werden. Und das ist auch, finde ich, gar nicht so schwierig. Andere Vereinigungen, die Beiräte haben, machen das auch so, dass der Beirat bestimmte Befugnisse hat. Der Beirat kann sich zum Beispiel die Geschäftsberichte, die hier an die Aufsichtsbehörde gegeben werden müssen, vorlegen lassen und den Finanzierungsplan, also das, was im ersten Absatz des Paragraphen 9 drinsteht, und sollte dann seine Stellungnahme dazu geben, dann weiß die Aufsichtsbehörde, ob sie von ihren Eingriffsbefugnissen vielleicht Gebrauch machen sollte, also erfährt hier vor allen Dingen Dinge. Und eine Mindestregelung, finde ich, sollte denn doch schon sein, dass also eine Pflicht besteht, dass dieser Beirat halbwegs regelmäßig tagt. Nicht mal das ist hier vorgesehen, dass also eine Tagung im Jahresrhythmus stattfindet, was ja eigentlich was ganz Übliches ist. Und das sollte man auch in das Gesetz mit aufnehmen, gehört eigentlich zu den leichteren Übungen, die man bei der Überarbeitung noch vornehmen könnte. Vielen Dank, Herr Tonner. Als nächstes hätte zu antworten Herr Staudinger auf die Frage von Herrn Brunner. Ja, es geht ja um die Schwelle 3 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen. Und mein Eingangsstatement ging ja dahin, dass der Fonds natürlich dann meines Erachtens effektiv arbeiten kann, wenn eben auch eine hinreichende Zahl aller hier im Inland ansässigen Reiseveranstalter eingebunden sind. Bislang bei der Schwelle von 3 Millionen kann man ja der Gesetzesbegründung entnehmen, sind wir weit über 90% dann angelangt. Sollte man nun von den 3 Millionen abrücken und das beispielsweise dann im Einklang mit der Versicherungswirtschaft bei 10 Millionen ansiedeln, dann ist wohl, wenn die Zahlen insofern stimmen,
nämlich sind nach der Gesetzesbegründung ja immer noch dann an die 90% der Veranstalter eingebunden. Das erscheint mir auch ausreichend. Dementsprechend kann man sicherlich, das meinte ich mit moderat, über die Anhebung auf 10 Millionen nachdenken. Vom Umsatz her nicht, allerdings bei 20 Millionen. Das erscheint mir, was der Bundesrat vorschlägt, zu weitgehend, weil dann nämlich die Gruppe derjenigen, die in diesem Fonds sind, doch zu klein erscheint. Natürlich bin ich froh, wenn die Versicherungswirtschaft selbst auch diese 10 Millionen anführt als Umsatzgrenze, denn uns muss ja vor Augen stehen, dass diejenigen, die dann nicht mitmachen sollen und müssen, im Fonds ja einen Versicherungsschutz einkaufen müssen am freien Markt. Und da ist natürlich derzeit die Situation eine, dass es nicht sehr viele Player gibt, die überhaupt dieses Versicherungsprodukt anbieten. Die müssen dann natürlich weiter auch am Markt agieren und das zu einem natürlich auch Prämienvolumen anbieten, was attraktiv bleibt. Ich gehe aber davon aus, dass die Versicherungswirtschaft im eigenen Interesse auch diese 10 Millionen Euro ausgesprochen hat, weil sie damit natürlich auch wissen, dass Kunden auf sie zukommen werden. Und dementsprechend zusammengefasst, ich halte es für vertretbar, von den 3 Millionen abzurücken auf 10, nicht auf 20 Millionen. Hoffe dann, dass natürlich für diejenigen, die außerhalb des Fonds stehen, der freie Versicherungsmarkt, derzeit sind das ja gerade einmal 4 Anbieter, dann auch das Produkt, was sie anbieten müssen, nämlich in dem neuen Maße dieser Limitierung umsatzbezogen, dann zu einem Kurs anbieten, der auch bezahlbar ist. Danke. Vielen Dank, Herr Staudinger. Als nächstes hätte Frau Leonhardt zu antworten auf die Frage von Herrn Mayer und zweimal von Herrn Tressel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin ja gefragt worden, ob es Insolvenzschutz am Markt gibt für private, kleinere Unternehmen. Ich spreche jetzt mal für Busunternehmen, weil ich für die anderen nicht sprechen kann. Denn Busunternehmen haben andere Bedingungen. Das möchte ich ja auch noch mal klarstellen. Wir haben nicht diese Repatriierungsrisiken. Das ist ja schon mehrfach gesagt worden. Wir haben aber auch eine gute Eigenkapitalquote im Normalfall. Selbst jetzt in dieser Corona-Krise hilft uns das seit über einem Jahr durch diese Zeiten. Das wäre nicht der Fall, wenn wir Eigenkapitalquoten hätten wie andere große Konzerne. Und das hilft uns bei den Sicherheiten. Und deswegen bekommen wir auch einen Insolvenzschutz am Markt. Und hier greift ja der Staat deswegen ein, weil der Markt versagt bei großen Konzernen mit diesen 110 Millionen Unterversicherungen. Bei unseren Mitgliedern ist das nicht der Fall. Die haben alle Versicherer gefunden. Ja, die Prämien und die Sicherheitsleistungen sind angestiegen, auch in der Krise jetzt, aber immer noch bei weitem unter dem, was jetzt hier in dem Gesetzestext zu finden ist. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass die Unternehmen, die unterhalb dieser Grenze liegen, dass sie keinen Versicherer finden. Das ist bei Busunternehmen nicht das Problem. Ich bin dann gefragt worden, ja, welche Gesetzesänderungen wären denn nötig? Und da möchte ich noch mal wirklich auf diese Grenze auch in diesem Hinblick zu sprechen kommen. Der Herr Steinecke hat es ja auch gesagt, naja, müssen denn nicht möglichst viele rein, ja, damit der Fonds auch nachher irgendwie funktioniert. Ja. Man muss aber eben auch sagen, dass der Fonds ja eigentlich für diejenigen gedacht ist, bei denen es nicht funktioniert. Warum soll man nicht die rauslassen, ja, staatliches Eingreifen erst beim Marktversagen? Ich sehe bei meinen Unternehmen kein Marktversagen. Warum soll der Staat da also eingreifen, die Unternehmen mit hohen Sicherheitsleistungen und Prämien belegen, wenn es keinen wirklichen Grund dafür gibt? Und ich möchte da auch Professor Staudinger, sehen Sie es mir nach, ich muss Ihnen da an der einen Stelle widersprechen. Wenn Sie sagen, in der Begründung steht doch etwas dazu drin, dass ja die Risiken bei Busunternehmen aufgrund der fehlenden Repatriierungsrisiken vielleicht, dass die berücksichtigt wurden. Da steht was in der Begründung, das ist richtig, darauf bin ich eingangs eingegangen. Ich lese aber dazu im Text bislang nichts. Meine Reisebusunternehmen werden genauso behandelt wie alle anderen großen Reiseanbieter, auch kleine Reiseanbieter, die aber ein hohes Insolvenzrisiko haben. Und das findet sich hier nicht. Ich halte das für nicht für verfassungsgemäß. Darüber muss man sprechen können. Deswegen ist unser Vorschlag, diese 20-Millionen-Grenze, die hat ja immerhin auch der Bundesrat so anerkannt, als eine Möglichkeit, den Schaden erstmal vom Mittelstand abzuwenden, aber auch um das Ganze verhältnismäßig zu gestalten, was es unterhalb nicht ist. Auch unterhalb von 20 Millionen ist das aus meiner Sicht nicht der Fall. Zu den Fragen von Herrn Tressel, ich würde vielleicht erstmal, weil es jetzt gerade passt, die zweite Frage beantworten zu der Umsatzhöhe.
3 Millionen Umsatz. Ich weiß nicht, sozusagen, wer da mal angefragt hat. Ich weiß auch nicht, wie man auf diese 3 Millionen Umsatzhöhen kommt. Das erschließt sich mir nicht. In der Begründung heißt es, es gibt 3.200 Anbieter. Wenn man die jetzt mal hochrechnet, dann kommt man irgendwie auf diese Summe. Wir allein haben 3.000 Mitglieder, die auch Veranstalter sind. Die zahlen da alle ein. Die zahlen da alle ein. Also dieser Fonds wird auf jeden Fall, bei den 3 Millionen auf jeden Fall, wird der gedeckt sein. Ich habe keine Sorge, dass der nicht gefüllt wird. Ich glaube, da gibt es ein Berechnungsproblem tatsächlich. Es ist aber so, dass 10 Millionen selbst meine kleinsten Unternehmen erfasst. Ja, weil Sie haben, nehmen Sie zum Beispiel die klassische Flusskreuzfahrt, ja, da haben Sie wahnsinnig hohe Umsätze, weil Sie da die Kabinen buchen müssen und so weiter. Sie haben aber keine Gewinne. Ja, also die Reisebranche, auch die Busreisebranche, hat sehr, sehr hohe Umsätze zu verzeichnen, kommt schnell über 10 Millionen Euro, obwohl wir kleine Kleinstunternehmen haben. Also bei 10 Millionen werden Sie keine kleinen Busreiseveranstalter, also nur wenige kleine Busreiseveranstalter herausnehmen. Deswegen fordern wir wirklich, sich nochmal die Stellungnahme des Bundesrates anzuhören. Ich glaube, der hat sich da ganz gut Gedanken gemacht. 20 Millionen ist realistisch, auch um das Ganze wirklich verhältnismäßig zu gestalten. Zur Konstruktion des Reisesicherungsfonds. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, das, was bisher war, geht so nicht. Wir müssen was Neues machen. Wir unterstützen da auch die Idee einer GmbH. Aber Herr Enger nimmt es mir nicht übel. Ja, er hat ja mehrere Verbände aufgeführt, die er auch heute mitvertritt. Das ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Das sind ja auch die Verbände, die in diesem Fonds irgendwie zusammenarbeiten. Also man hat sich da schon mal zusammengetan. Und wir reden ja auch gar nicht mehr darüber, wie hoch, also ne, klar, die Grenzen werden so ein bisschen angesprochen, aber wir reden sehr schon im Detail. Wir sind schon mitten in der Gründung dieses Fonds. Müssen wir sicherlich auch sein. Ich will nur sagen, wir sind da als Busunternehmen außen vor an der Stelle. Wir haben keine, wir wissen nicht, was dort besprochen wird. Immerhin handelt es sich dann um eine Monopolgesellschaft. Es gibt keine andere. Ich sehe keine andere. Ich sehe auch keine Ausschreibung. Ich sehe auch keine anderen Anbieter. Es wird eine Gesellschaft geben, die das alles macht. Und deswegen habe ich da schon Bedenken. Und ich denke, man sollte schon genauer hinschauen, dass da auch alles nachher verfassungsgemäß sich abspielt. Zum Beispiel bei der Frage, ja, die GmbH, also der Fonds, kann ja dann auch Unternehmen ausschließen unter bestimmten Gründen. Das ist aus meiner Sicht auch noch nicht ausreichend genug geregelt, in welcher Form das wie nachher passieren kann. Und auch noch mal die Frage zur Freiwilligkeit. Warum soll man denn den Zugang zum Fonds nicht freiwillig denen ermöglichen, die unterhalb, ich nehme jetzt mal meine vorgeschlagene 20-Millionen-Grenze liegen? Wenn der Fonds gut ist, wenn der Fonds sich am Markt etabliert, wenn die Prämien und die Sicherheitsleistungen marktgerecht wären, dann hätte jeder Busunternehmer auch sicherlich nur den Vorteil und würde da freiwillig reingehen. Das muss doch unser Ziel sein. Aber da gibt es bislang eine Regelung, da kann der Fonds also auch einfach ausschließen. Jetzt selbst unter der 3-Millionen-Grenze kann er einfach ausschließen. Und lassen Sie mich ein Wort zu den Versicherern noch sagen. Diese 10-Millionen-Grenze in der Stellungnahme der Versicherer, wir haben ja auch mit den Versicherern gesprochen. Wie kommt die 10-Millionen-Grenze im Übrigen zustande? Die Versicherer sagen, na ja, wir müssen das privatrechtlich absichern. Bis 10 Millionen, da kriegen wir das hin. Darüber wird das mit den Repatriierungskosten aber schwierig. Das sind die höchsten Kosten, die Leute wieder zurückzubringen. Da haben die Probleme mit den 10 Millionen. Deswegen sagen die, jedenfalls habe ich es so verstanden, weil wir lassen das lieber bei 10 Millionen. Wenn wir aber diese Repatriierungskosten nicht haben, wie das bei meinen Mitgliedern der Fall ist, muss es da zumindest eine Stufe geben, dass man sagt, für alle anderen, meinetwegen 10 Millionen, mehr können die Versicherer nicht zurückbringen. Ja, aber diejenigen, die ihre Fahrgäste selber zurückbringen, die müssten ausgenommen werden bis in Höhe dieser 20-Millionen-Grenze. Schauen Sie sich das noch mal an, die Argumentation der Versicherer. Ich glaube, dass die 10 Millionen sehr stark mit den Repatriierungskosten zusammenhängen. Deswegen noch mal an der Stelle, es zieht sich hier wie ein roter Faden durch. Die Busunternehmen, wir sind offensichtlich auch die Einzigen, die diese Repatriierungsrisiken ja nicht haben, sind nicht ausreichend berücksichtigt in diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wollte jetzt gerade dazu sagen, dass wir am Wochenende im Siebengebirge waren. Das ist auch mit überschaubarem Repatriierungsaufwand verbunden. Herr Inger hat zu antworten auf die Fragen von Herrn Steinecke und von Herrn Lehrer. Zwei Fragen von Herrn Lehrer. Ja.
Herzlichen Dank. Ich würde nur gerne auf die Kollegin Leonard kurz eingehen, weil sie ja die mögliche Gründung der GmbH angesprochen hat. In der Tat ist es richtig, dass wir im Moment mit 4 Verbänden unterwegs sind, diese GmbH aufzusetzen und sind da auch relativ weit gediehen, um diese GmbH eintragen zu lassen. Ich will nur einen Punkt da an der Stelle klarstellen. Wir haben sowohl gegenüber der Bundesregierung als auch gegenüber allen Ich will das aber auch klarstellen, dass wir keine Dialoge zwischen den Sachverständigen führen. Deshalb wollte ich intervenieren. Ich dachte, das wäre eine relevante Information, das mag dass sein. Wir offen Sie sind. Alle einer der Kolleginnen oder Kollegen die Frage zu eigen macht, können wir das machen. Aber ich will das einfach aus verfahrensrechtlichen Gründen klarstellen. Sehr gut, okay, einverstanden. Die Frage der Grenzen, das hatte ja sowohl Herr Lehrieder als auch Herr Steinecke angesprochen. Welche Grenzen nimmt man? Im Moment stehen 3 Millionen im Gesetzentwurf, die 10, die 20 werden genannt. Nur mal vielleicht ein paar Zahlen dazu. Wir haben von den Reiseveranstaltern in Deutschland, die bei uns als Reiseveranstalter im klassischen Sinne sind, die Pakete anbieten, haben wir etwa 2250, die Umsatz unterhalb von 10 Millionen machen. Und dann werden die Zahlen sehr klein. Dann gibt es 30 Reiseveranstalter, die haben Umsatzgrenzen zwischen 10 und 100 Millionen. Und dann gibt es 17 Veranstalter, die liegen zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde. Und es gibt noch 7 Reiseveranstalter, die mehr als 1 Milliarde haben. Das heißt, 25 Reiseveranstalter decken 70% des Marktes ab. Wenn man die Umsatzgrenze bei 10 Millionen festlegt, hätte man 2250 Reiseveranstalter draußen. Das sind über 90% des Marktes. Dazu kommen noch viele, die rechtlich gesehen Reiseveranstalter sind, beispielsweise Hotels, die eine Hotelübernachtung mit einer Konzertkarte verkaufen. Die sind sowieso alle draußen, schon bei den deutlich niedrigeren Summen. Und die Überlegung ist natürlich, ob man gerne möchte, dass am Ende in diesem Pflichtfonds etwa 50, 60 Unternehmen drin sind. Das bezieht sich im Übrigen hier noch auf Umsatzzahlen von 2019. Das heißt, wenn man die Umsätze von 2020, 2021 zugrunde legt, werden das deutlich weniger Reiseveranstalter sein, die dann überhaupt in diesen Fonds rein müssen. Man kann die Grenzen in alle möglichen Richtungen natürlich schieben. Es ist eine politische Entscheidung, was man gerne möchte. Man muss dabei natürlich im Blick haben, wenn man allen ermöglicht, unterhalb bestimmter Grenzen sich auf dem Versicherungsmarkt umzusehen und einige große in diesem Fonds drin lässt, dann wird man möglicherweise einen Effekt haben, dass gute Risiken bei den Versicherungen bleiben und schlechte Risiken dann von den Versicherungen eher abgelehnt werden und in den Fonds reingehen. Das ist die Frage, ob man das gerne möchte, dass es ein Fonds der Großen und möglicherweise kombiniert mit schlechten Risiken ist. Ich glaube, dass in der Debatte, die ja so ein bisschen eine Debatte klein gegen groß ist, steckt auch ein Denkfehler drin. Und Herr Metmann hat eben zu Recht auf einen Punkt hingewiesen, nämlich, dass bisher alle relativ günstig versichert waren, weil die wenigen Versicherungen am Markt ihr Risiko auf 110 Millionen Euro beschränken konnten und damit die Prämien für alle günstig waren, für die Großen, für die Mittleren und die Kleinen. Und die Annahme, dass in einer veränderten Welt, denn auch für die, die sich auf dem Versicherungsmarkt künftig umsehen müssen, die müssen 22% ihres Umsatzes absichern über Versicherungslösungen. Das heißt, die Annahme, wer in der Versicherungswelt bleibt, für den wird es so preiswert bleiben, wie es in der Vergangenheit war. Und für diejenigen, die in den Fonds reingehen, wird es unendlich teuer. Diese Auffassung teile ich nicht und dafür gibt es auch wenig Belege an dieser Stelle. Und dann hatten Sie, Herr Steinecke, noch, Herr Lehrieder war es, Entschuldigung, gefragt nach der Frage, wie kann man denn Bonität und Umsatzgrenzen vielleicht anders beurteilen? Das kann man, das passiert in den Niederlanden beispielsweise. Die Reiseveranstalter raten nach ihrer Bonität und die dann unterschiedliche Absicherungen im Fonds hinterlegen müssen. Ich halte das für eine sehr vernünftige grundsätzliche Überlegung nach der Aufbauphase, dass man also dahin kommt in der Zukunft nach Abschluss der Aufbauphase, Reiseveranstalter nach ihrer Bonität einzustufen und unterschiedliche Absicherungen zu nehmen. In den Niederlanden funktioniert das so, dass sie Absicherungen haben, die zwischen 1,5 und 10% liegen. Das heißt, Reiseveranstalter mit einer schlechten Bonität müssen 10% ihres Umsatzes absichern und Reiseveranstalter mit einer guten Bonität 1,5. Und alles, was dazwischen liegt, ist auch möglich durch ein ständiges Rating, was durch den Fonds vorgenommen wird.
Das ist sicherlich etwas, was wir für die Zeit nach der Aufbauphase diskutieren sollten, ob das ein gangbarer Weg sein könnte. Dann hatten Sie noch die Frage gestellt, wie denn eine Differenzierung nach Reisearten zu machen ist. Also natürlich kann man nach allen möglichen Reisearten differenzieren, wenn man das möchte. Es wird nach meiner Einschätzung relativ schnell dann beliebig kompliziert. Dann wird man vielleicht eine Sonderregelung finden müssen für Reisen mit der Bahn, denn die Bahn ist ein Staatsunternehmen und das wird die Gäste immer nach Hause bringen. Dann wird es vielleicht Fahrradreisen geben, dann wird es vielleicht Reisen geben ins nahe Ausland, dann gibt es vielleicht Reisen ins weitere Ausland mit unterschiedlichen Beförderungsmitteln. Es gibt auch Fahrradreisen, es gibt alle möglichen Arten von Reisen. Der Fonds versucht, dieses Problem ja dadurch aufzugreifen, dass er einen Quotienten vom Reisepreis nimmt, dass er sagt, 1% vom Reisepreis. Und in aller Regel ist es so, dass die Busreise von Frau Leonard, die Sie beschrieben haben, vermutlich preiswerter sein wird als eine Antarktiskreuzfahrt und dass dementsprechend derjenige, der eine teure Kreuzfahrt bucht, deutlich mehr Geld auch an den Fonds abführen muss über seinen Reiseveranstalter. Und damit auch größere Summen in den Fonds reinkommen. Um das nochmal zu sagen, die 25 größten Reiseveranstalter haben ein Marktvolumen von 70%. Das heißt, diese Unternehmen werden im Wesentlichen diesen Fonds füllen mit ihren Beiträgen. Und am Ende werden vermutlich die kleinen Unternehmen davon profitieren, wenn dieser Fonds angespart ist, dass sie dann die Möglichkeit haben, ohne diese einprozentige Zahlung auch in diesen Fonds hineinzukommen und damit sich dann günstig versichern können, sobald diese Summen angespart sind. Ich glaube, das waren die wesentlichen Fragen. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Das sehen wir dann. Vielen Dank, Herr Inger. Als nächstes hat das Wort Herr Hellberg mit der Antwort auf die Frage von Herrn Steinecke. Ja, herzlichen Dank, Herr Steinecke, für diese Frage. Neben der schnellstmöglichen Haftungsübernahme durch den Fonds noch in diesem Sommer ist eine unserer Kernforderungen die Änderung des Anknüpfungspunktes für die Haftungs- und Regulierungsübernahme zum Sommer. Als Abgrenzungskriterium sieht das Gesetz derzeit vor den Zeitpunkt der Reisebuchung. Wir legen ihn dringend ans Herz, das abzuändern, dergestalt, dass maßgeblicher Zeitpunkt der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, ganz konkret also der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens sein muss. Warum ist das so? Der Versicherer agiert in diesem Fall wie eine Bank. Es werden Bürgschaften gestellt und würde auf den Zeitpunkt der Reisebuchung abgestellt. Heißt das, dass der Versicherer so lange mit seiner Bürgschaft im Risiko steht, bis diese Reise eben geleistet ist, die ja viele Monate nach der Reisebuchung logischerweise stattfinden kann? Das heißt, dass der Versicherer, der diese Bürgschaften besichern lässt, beispielsweise durch Sicherungsabtretung von Forderungen aus dem Vermögen des Versicherungsnehmers, in dem Fall des Reiseanbieters, oder durch eine Rückbürgschaft einer Bank, dass diese Sicherheiten so lange nicht freigegeben werden können, bis der Versicherer aus dem Risiko ist. Und wenn sich das nun noch Monate hinzieht, vielleicht Corona-bedingt noch längere Zeiten, weil auch Gutscheine und Ähnliches vielleicht noch abgereist werden sollen, heißt das, dass diese Risiken, die ohnehin ja, das haben wir auch heute wieder gehört, so üppig nicht vorhanden sind bei vielen Reiseanbietern, dass diese einfach hier festliegen, gleichzeitig aber der Reiseanbieter sich über den Fonds ja schon absichern muss und dort in der ersten Stufe einen gewissen Teil seines Umsatzes über eine wiederum Bankbürgschaft oder Bürgschaft des Versicherers
abzusichern hat, sagen wir mal 7%, wie es derzeit der Regelfall ist, dann werden hierfür auch wieder Sicherheiten zu stellen sind, die aber gebunden sind noch durch die bestehende Haftung im alten System. Das kann nicht im Interesse der Reiseanbieter sein. Und im Übrigen ist es so, dass das Ausmaß der zu stellenden Risiken natürlich auch von der Bonität des Reiseveranstalters abhängig gemacht wird. Der Versicherer also hier auch nicht alle Risiken über einen Kamm schert, sondern sich schon auch angucken kann im Einzelfall, mit was für Insolvenzrisiken hat man es bei dem oder bei jenem Reiseveranstalter zu tun und das entsprechend bepreist oder auch die Sicherheitsleistung anders stellt. Aber Fakt ist, eine Sicherheitsleistung kann eben nur einmal gestellt werden und nicht mehrfach. Und auch aus Verbrauchersicht meinen wir, geht das Abgrenzungskriterium Zeitpunkt der Reisebuchung völlig fehl. Stellen Sie sich zwei befreundete Familien vor. Die eine bucht für den gleichen Reisezeitraum. Die wollen auch zusammen dann verreisen, vielleicht am 20.06. Die nächste Familie, die die Ferienwohnung nebenan bezieht, irgendwo in der Südsee, die bucht am 10.07. Die fahren zusammen dahin. Und zwar oder wollen zusammen dahin fahren am 1.12. Das Unternehmen geht ab 1.11. insolvent. Der muss reguliert werden nach zwei verschiedenen Systemen, bei zwei verschiedenen Anbietern. Einmal ist es der Versicherer, bei der für die Familie, die früher gebucht hat, Versicherer X. Und bei der zweiten Familie ist es der Reisesicherungsfonds mit der ersten Stufe Versicherer Y. Meinetwegen. Völlig unterschiedliche gesetzliche Voraussetzungen, völlig unterschiedliche Player bei gefühlt ein und derselben Reise, um die es da letztendlich geht. Wie wollen Sie das irgendwie erklären? Noch dazu, wo Sie ja im bisherigen Recht, das wissen Sie alle, diverse Rechtsunsicherheiten im System haben, sodass da ohnehin das Ausmaß der Regulierung schon fraglich ist an einer Stelle. Deswegen unser dringender Appell, hier umzuswitchen und gesetzlich klarzustellen, der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens sorgt hier für den klaren Haftungsschnitt. Da bitte ich Sie. Vielen Dank, Herr Hellberg. Und als letztes hat Herr Buller das Wort mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Brunner und die beiden Fragen von Herrn Müller-Böhm. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich gehe auf die Frage von Herrn Brunner ein, ob das überhaupt mit dem Schwellwert mit den 10 Millionen überhaupt funktioniert. Der Herr Inger hat ja auch schon eine Zahl genannt, nämlich 70% dieses Umsatzes kommt von 25 Veranstaltern. Wenn man sich die Zahlen versucht mal nachzurechnen aus dem Entwurf, das auf dem Statistischen Bundesamt basiert und mal versucht hochzurechnen, wie viel Umsatz diese Unternehmen machen, dann reden wir wahrscheinlich von 750 Millionen. Und deswegen, ob Sie diesen Beitrag 7 Millionen im Jahr bei 1%, wenn er bleiben würde, haben oder nicht haben, ist eigentlich nicht kriegsentscheidend. Es ist auch so, ob Sie im Beginn in Stunde Null zusätzlich 3000 Unternehmen onboarden müssen, spielt natürlich für den Fonds auch von der Zeit eine Rolle. Da würde ich nämlich jetzt mal rüberschwenken auf die Frage von Herrn Müller-Böhm, nämlich zu dem, was wir da gerade tun und welches Risiko das für die Verbände ist. Also am 28. gab es oder im Februar gab es diesen Entwurf. Jetzt können Sie sich zurücklehnen und sagen, naja, das wird schon irgendeiner lösen in der Branche. Oder Sie lassen es und hoffen, dass es dann auch passiert und die Branche eben tatsächlich eine Lösung bekommt. Und das haben wir eben nicht gemacht. Wir haben uns den Entwurf angeguckt und theoretisch müsste am 1. Juli jemand sozusagen bereit sein oder einsatzfähig sein. Also Ende Juni soll man ja den Antrag stellen können. Und da haben sich eben drei oder vier Verbände zusammengetan und haben gesagt, okay, wir versuchen das aufzuziehen. Das heißt, sie müssen jetzt viele Dinge machen, weil die Aufgabe dieses Fonds sind drei Sachen. Das eine ist, sie haben eine klassische Verwaltung, das heißt Bestandsverwaltung. Sie nehmen also Unternehmen auf, sie müssen prüfen, ob dieses Unternehmen eine Bürgschaft in welcher Höhe auch immer liefert und über welche Art er sie liefert. Sie müssen theoretisch in der Lage sein, Rechnungen aus diesem System dem später zu stellen, vielleicht auf Monatsbasis. Sie müssen Daten vorhalten und auch bekommen von diesen Unternehmen für den Fall, dass eben etwas passiert.
Sie müssen da Strukturen einbauen und Mitarbeiter haben, die solche Verträge überhaupt anlegen können. Sie müssen Sicherheitskonzepte entwickeln. Theoretisch müssen Sie sogar eine richtige Software bauen, die das irgendwie leisten kann. Vielleicht auch mit Risikoerkennung frühzeitig eben Bürgschaften anpassen. Und uns. Also ist der eine Teil, ist die Aufgabe erstmal simpel Verwaltung. Hört sich einfach an, ist aber dann doch relativ kompliziert. Dann gibt es den Teil, es passiert wirklich was. Da müssen Sie also in der Lage sein, Repatriierung zu machen. Und das ist äußerst kompliziert, weil Sie haben mehrere Beziehungen, die Sie plötzlich pflegen müssen. Sie haben also einmal einen Kunden, der vor Ort steht und jetzt hört, dass ein Veranstalter pleite ist. Sie haben ein Hotel, das gerade mega nervös ist, möglicherweise wegen seiner Restzahlung oder kriege ich mein Geld noch? Und wie wir ja bei Thomas Cook erlebt haben, haben da viele Hotels ziemlich harsch reagiert. Also Sie müssen also ganz schnell mit diesem Hotel in Kommunikation treten. Dann haben Sie eine Airline, wo möglicherweise ein Insolvenzverwalter sich denkt, oh, da hole ich mir mal die Servicegebühren und storniere alle Flüge im Prinzip, damit ich mir diese Gebühren und Steuern und Abgaben zurückhole. Das heißt, Sie haben also Kunden, die plötzlich ohne Rückflug dastehen. Also Sie müssen also sozusagen mit der Airline, wo die Kunden gebucht sind, irgendwie in Kontakt aufnehmen und sagen, tu uns einen Gefallen, selbst wenn die Anfrage kommt, storniert diese Buchungen nicht. Möglicherweise müssen Sie jetzt auch noch irgendwie eine für die Kunden, die irgendwo sind und vorher aus dem Hotel müssen, weitere Flüge buchen und. Ein Riesenrattenschwanz, weil Sie x Leute haben, das müssen Sie später auch noch verwalten, das müssen Sie auch noch in eine Finanzbuchhaltung bekommen. Sie müssen das eigentlich auch abrechnen können, weil vielleicht brauchen Sie noch einen Veranstalter, der Ihnen hilft in der Destination, weil er dort ein Spezialgebiet hat oder eine Exotendestination hat. Und dann haben Sie noch die dritte Aufgabe oder die andere Aufgabe, das nennen wir mal Schadensmanagement, die Rückzahlungen der Anzahlungen. So, jetzt müssen Sie eben diese Anzahlungen, die diese Kunden geleistet haben, müssen prüfen. Der reicht einen Antrag ein, sagt, ich hätte gern mein Geld wieder. Sie müssen jetzt prüfen, hat der A bezahlt? B ist der Betrag, den er gerade in Rechnung stellt, der richtige und. Jetzt müssen Sie überlegen, um das zu gewährleisten. Ja, am 28. oder Ende Juni soll ein Unternehmen oder wer auch immer einen Antrag stellen auf Genehmigung. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, in dieser kurzen Zeit so etwas Komplexes darzustellen, möglicherweise eine Software zu bauen, die das bis dahin das Grundschema können muss? Also haben Sie sich entschieden, das jetzt zu machen? Und natürlich musste da jetzt eine Gesellschaft gegründet werden, weil hier enorme Kosten entstehen. Und das Problem für die Verbände, die das jetzt gerade machen, ist natürlich, sollte es in dem Verfahren etwas geben, wo wir feststellen, das ist überhaupt nicht zu gewährleisten, was da im Gesetz gefordert wird. Und wir haben ja viele Unwägbarkeiten. Also können die Unternehmen überhaupt die 5% oder 7% überhaupt liefern? Wird irgendwie der Rahmen erweitert für die Haftung, die dann irgendwann nicht mehr planbar ist, dann würden wir tatsächlich die Reißleine ziehen und sagen, das können wir nicht leisten, weil unter den Bedingungen wir nicht in der Lage sind, irgendwann ein vernünftiges Zielkapital zu machen. Das würde bedeuten, alle Vorlaufkosten, die wir jetzt im Augenblick eben auch produzieren, auf diesen Kosten sitzen nun diese vier Verbände. Also insofern ist es gut, von der Seitenlinie über dieses Konstrukt zu schimpfen. Aber selber machen bedeutet eben ein Risiko. So viel zu dem Punkt, zu der einen Frage. Die zweite Problematik ist natürlich das Thema Sicherheitsleistung der Veranstalter. Jetzt muss man eben davon ausgehen, wir haben eine Krise in einem Ausmaß, das unvorstellbar ist. Also Ihnen wird seit über 12 Monaten mehr oder weniger ein Verbot für Ihre Tätigkeit geliefert. Und das kriegt natürlich Ihre Bank mit, genauso wie Aussagen über Rechtsstreits, über Reiseverbote, auch dass zum Beispiel Tourismus bis heute überhaupt keine Öffnungsperspektive geliefert bekommen hat. Also da wird ja noch nicht mal drüber diskutiert. Die Unternehmer sind eigentlich im letzten Jahr davon ausgegangen, dass sich die Situation in der ersten Welle vielleicht in einer zweiten Welle einigermaßen erholt. Wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass wir irgendwie in Ostern wieder normale Geschäfte machen können und stecken jetzt am Anfang einer dritten Welle. Und auch da ist es unbekannt, bis wann wir alle geimpft sind, selbst wenn jetzt mehr Impfstoffe kommen und so weiter. Das heißt, Ihre Perspektive ist im Augenblick relativ schlecht. Wie man ja gerade sieht, die Versicherer wollen unbedingt am 1.7. aus diesem Geschäft raus, waren aber eigentlich für diese Bürgschaftshinterlegung eigentlich der feste Plan, weil das hätte ja bedeutet, sie müssen 7% hinterlegen. Der Versicherer sagt vielleicht, hey, ich hätte gerne 3% davon von dir als Bürgschaft und den Rest ist mein Versicherungsrisiko. Das findet aber nicht statt.
Und weil die Risiken, von denen wir gerade reden, mindestens bei den allergrößten, wird es keine diese Art dieser Leistung geben. Und jetzt gehen Sie zu Ihrer Bank. Selbst wenn Sie die Bürgschaft, die Sie jetzt vom Versicherer zurückbekommen, die geht ja erstmal an Ihre Bank. Und die Bürgschaft, die der Versicherer gerade hat, die ist noch aus einem guten Jahr 2019, in dem eigentlich die Touristik jedes Jahr 5% wächst, eine sichere Branche ist, ihre Zahlen auch noch hervorragend aussahen. Und jetzt sind sie nach 12 Monaten, selbst wenn ein Unternehmen, das sehr viel Eigenkapital und bis dahin jetzt gekommen ist, das Eigenkapital ist aufgebraucht und auch ihre Bank liest es und denkt sich, ja, der Versicherer gibt die Bürgschaft zurück und behält die ein. Und jetzt ist die Frage, stellt Ihre Bank Ihnen wirklich eine neue Bürgschaft aus? Und ich kann Ihnen sagen, ich kenne Fälle mittlerweile von Mitarbeitern, ja, die sich ein Haus bauen wollten, die in der Touristik sind, die ein gutes Eigenkapital haben, aber die kriegen keinen Kredit mehr, privat, weil sie in der Touristik sind. Und genau aus dem Grund müssen wir eben, selbst wenn wir es jetzt auf 5% senken würden, müssen wir auch davon ausgehen, dass der ein oder andere Veranstalter, egal wie gut seine Bonität vor der Krise war, das möglicherweise nicht kriegt, weil wir machen das jetzt in der Mitte einer vollkommen unplanbaren Situation. Und deswegen glaube ich, brauchen wir eben tatsächlich ein Bürgschaftsprogramm von der Bundesregierung. Vielleicht muss ein Eigenanteil rein plus einen Bürgschaftsanteil, den die Bundesregierung macht, weil damit würden wir die Unternehmen zumindest in diese Absicherung endlich hineinbekommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Buller, und auch nochmal für den Hinweis auf die sozusagen auf die fehlende Öffnungsperspektive. Ich würde sagen, wir hatten auch den Virus und die Mutierung des Virus nicht auf dem Schirm. Das hat er einfach so gemacht. Und das hat uns natürlich ein bisschen die Pläne durcheinander gebracht. Wir haben jetzt in der zweiten Fragerunde schon Fragen dotiert von Herrn Müller-Böhm und Herrn Steinecke. Da wäre jetzt als erstes Herr Müller-Böhm dran. Da habe ich auch Herrn Mayer notiert. Ja, jetzt ich notiere gleich weiter. Wir machen das hier. Herr Müller-Böhm ist dran. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal auch danke an die ganzen Antworten, die wir gerade bekommen haben. Meine erste Bitte wäre, Herr Inger, Sie haben ja gerade schon angefangen, über die Gründung der GmbH zu sprechen. Dann ist ja der Vorsitzende dort sitzungsleitend tätig geworden. Ich würde Sie darum bitten, dann an der Stelle das einfach nochmal weiter auszuführen auf meine Frage dann nun hin. Und daran anschließend, Sie hatten in Ihrer Stellungnahme, glaube ich, unter Arabisch Trendens geschrieben, dass halt eben durch einige Unklarheiten in den Definitionen möglicherweise nun auch, wenn Reisebüros verbundene Leistungen vermitteln, da ihren gesamten Umsatz also absichern müssten. Offen gestanden, bevor ich das gelesen hatte, hatte ich das gar nicht für möglich gehalten, dass so ein Szenario denkbar ist darunter, weil das war eigentlich nie so, glaube ich, der Regelungswille dieser Idee, dieses Fonds. Insofern, da wäre die Frage, sehen Sie das so? Und wenn das so wäre, müsste man da konkretisieren? Und den zweiten Punkt noch mal vielleicht ganz kurz an Herrn Buller. Auch da nochmal mit der Frage, gibt es noch weitere offene Thematiken? Sie haben das ja gerade sehr eindeutig nochmal geschildert. Gibt es weitere Thematiken, die der Gesetzentwurf noch nicht berücksichtigt, die eigentlich noch mit angegangen werden müssen? Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Müller-Böhm. Als nächstes Herr Steinecke. Ja, ich mache es auch kurz und habe noch eine Frage an Herrn Mittmann. Das Thema ist sowohl in der oder es ist auch vom Bundesrat noch mal angesprochen worden, sozusagen an einem hinteren Punkt. Das Thema Vorkasse spielt ja auch in Ihrer Stellungnahme noch mal eine Rolle. Ich weiß, dass das durchaus umstrittenes Thema auch in der Branche ist. Aber ich würde schon gerne noch mal von Ihnen wissen, ob aus Ihrer Sicht das auch noch mal zu einer Verbesserung der Situation für die Verbraucherinnen und Verbraucher führt, unter der Berücksichtigung der Stellungnahme des Bundesrates. Vielen Dank. Als nächstes wäre Herr Mayer dran. Ja, danke. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Tonner. Er hat ausgeführt in seiner Stellungnahme, es ist dringend erforderlich, dass es zu einer Insolvenzabsicherung für die Flugbeförderung auf europäischer Ebene kommt. Sie muss dringend auf Unionsebene geregelt werden, kann aber nicht Gegenstand des vorliegenden Gesetzentwurfs werden. Und darum die Frage an Herrn Tonner, warum kann eine Insolvenzabsicherung für den Bereich der Flugbeförderung nur EU-rechtlich geregelt werden? Danke. Vielen Dank, Herr Mayer. Als nächstes wäre dran Herr Brunner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte zwei Fragen. Einmal an den Vertreter der Versicherungswirtschaft, Herrn Hellberg. Der Regierungsentwurf sieht ja vor, dass alle Anbieter von Insolvenz
Absicherungen, also die Reiseversicherungsfonds sowie die Versicherer von und Banken ihre Einstandspflicht für jeden Insolvenzfall auf 22% des Umsatzes des jeweiligen Reiseanbieters beschränken können. Jetzt gehe ich davon aus, das beruht auf der Annahme, dass keine Schäden entstehen können, die 22% des Umsatzes übersteigen. Haben Sie als Versicherer, als ein Vertreter der Versicherungswirtschaft, da aus den vergangenen Jahren Erkenntnisse, ob diese Annahme, also dass die 22% nicht überschritten werden, zutrifft? Und eine zweite Frage, die sich auch mit der Größenordnung befasst, möchte ich an Herrn Mittmann richten. Den Verbraucherschützer, denn der Gesetzentwurf verpflichtet ja den Reiseversicherungsfonds bis Ende 2026 eine Gesamtabdeckung von 750 Millionen Euro zu erreichen, die sich aus dem anzusparenden Fondsvermögen dann und den Sicherheitsleistungen also ergibt, dass dies gewährleistet wird. Ist aus Ihrer Sicht und Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher dies ausreichend bemessen oder anders gefragt, können damit ein Großteil der zu erwartenden Schäden der Reisenden auch vollständig abgedeckt werden? Vielen Dank, Herr Brunner. Als nächstes Herr Tressel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mich würde interessieren, eine Frage an Herrn Hellberg, ob er der Auffassung ist, dass die Regelungen für den späteren Ein- bzw. Austritt aus dem Fonds konkret genug sind, wenn ein Unternehmen die Umsatzgrenze unter- oder überschreitet und dann vom Fonds zur Versicherung wechselt oder den umgekehrten Weg. Vielen Dank, Herr Tressel. Und als letztes Herr Lehrieder auf meiner Liste. Ja, nur noch eine kurze ergänzende Verständnisfrage an Herrn Hellberg. Hellberg, Sie hatten ja bei uns, glaube ich, im Ausschuss auch schon mal ausgeführt, gerade als Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft mit einer profunden Hintergrundkenntnis, dass der Situation eben vor Ort, Sie haben ausgeführt vorhin, dass derzeit eben ab 1. Juli nur noch drei Versicherer bzw. bis 1. Juli nur noch drei Versicherer zur Verfügung stünden, die das Risiko der Insolvenzabsicherung bereit sind zu übernehmen. Wenn jetzt, wie angedacht und wie auch in der Diskussion mehrfach angesprochen worden ist, das Risiko auf 3 oder 10 oder lass es 20 Millionen sein, beschränkt wird, sind dann die Risiken positiv genug, dass mehr Versicherungsanbieter tatsächlich eben hier diese positiven Risiken bereit sind abzusichern? Weil es natürlich für die Versicherungswirtschaft, glaube ich, ein Unterschied, ob ich jetzt eben 1 Milliarde absichern muss oder 10 Millionen absichern muss. Meine ganz konkrete Frage, was schätzen Sie aus der Branche, wie viele Versicherer werden wir nach dem 1. Juli haben, wenn wir das auf, nehmen wir mal 10 Millionen festschreiben würden? Vielen Dank, Herr Lehrieder. Haben wir noch weitere Fragen? Nein. Nein? Dann gehen wir jetzt in alphabetischer Reihenfolge mit den Antworten vor. Und als nächstes hätte jetzt wieder Herr Buller das Wort mit der Antwort auf die Frage von Herrn Müller-Böhm. Vielen Dank. Ja, ich meine, es ist natürlich noch vieles nicht geregelt. Und es muss ja zum Schluss, muss sich dieser Fonds natürlich auch rechnen. Und da ist zum Beispiel eben das Thema auch Steuer. Jetzt mal angenommen, es bleibt bei den 5 Jahren und es kommt eine Steuer dazu, dann können Sie eigentlich sagen, das Konstrukt ist aussichtslos, weil Sie niemals die 750 Millionen in 5 Jahren ansparen können. Es ist aber auch das Thema, wie hoch sind zum Beispiel die Gebühren, die der Staat nimmt für die 750 Millionen, die er sozusagen als eine Art Garantie gibt. Das ist ja auch noch nicht geklärt. Also im Augenblick, ich denke, wir sind auf einem guten Weg, mehr Klarheit zu bekommen. Aber es sind natürlich auch die Verwaltungsanordnung ist noch nicht geregelt oder nicht klar, was da drin steht und was da noch reinkommt. Ich bin mir zusätzlich, ich glaube, im Augenblick ist das Thema Steuern, finde ich, ein Killer, ob dieser Fonds im Prinzip es schafft oder nicht schafft, egal wie lang dann der Zeitraum ist, das ist für mich eigentlich ein Keypunkt. Vielen Dank, Herr Buller. Als nächstes Herr Hellberg mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Brunner, Herrn Tressel und Herrn Lehrieder. Vielen Dank, meine Herren, für die Fragen. Ich gehe nach der Reihenfolge der Fragen vor. Zunächst zur Einstandspflicht und der Frage nach der Höhe der Schadenssummen. Bisher stellte sich für uns diese Frage ja nicht, weil, was verschiedentlich hier ja auch schon zur Sprache kam, die bisherige Grenze pro Versicherer in toto eben 110 Millionen Euro sind, sodass wir da keinen abschließenden Überblick haben, wie insgesamt die Schadensszenarien sind, gemessen am Umsatz. Aber wir haben gleichwohl
uns mal gefragt, wie ist das eigentlich, insbesondere im kleineren Volumen, im kleineren Segment, nehmen wir mal die Unternehmen, die Reiseveranstalter bis zu 3 Millionen Euro, die sich also nach Gesetzentwurf weiterhin ausschließlich über eine Versicherung oder Bankbürgschaft sollen absichern können. Hier ist der weit überwiegende Teil, und wir reden hier insgesamt über eine kleine Summe an Insolvenzen, ist der weit überwiegende Teil an Schadensummen nach unserer Spontanerhebung hierzu unterhalb von 22% des Umsatzes. Aber es gibt eben einige Insolvenzfälle, wo auf niedrigerem Umsatz, auf niedrigerem Umsatzniveau die 22%-Schwelle nicht ausgereicht hätte, sodass man sich überlegen könnte, beispielsweise eine Haftungshöchstsumme, die die Versicherer unbedingt brauchen, um eben vernünftig kalkulieren zu können, beispielsweise für diese Fälle auch, wenn man hier auf Nummer sicher gehen möchte, auf absolute Nummer sicher gehen möchte, auf 1 Million Euro in Toto festzulegen, was ein Drittel wäre. Und nach unserer Erhebung gibt es keinen einzigen Fall im Rahmen der Insolvenzen bis zu einer Größenordnung von 3 Millionen Euro Umsatz, der also diese Grenze von 1 Million da gerissen hätte. Das könnte man sich alternativ überlegen, um hier auf der ganz sicheren Seite zu sein. Dann die Frage, was ist eigentlich, wenn die Umsatzgrößen variieren, was ja gut vorstellbar ist, dass das geschieht, und ein Reiseanbieter mal die Möglichkeit hat, außerhalb des Fonds sich auch zu versichern, wenn es das möchte, oder Pflichtmitglied im Fonds zu werden. Die Regularien müssten die gleichen sein wie jetzt zum Abgrenzungskriterium, was wir Ihnen dringend ans Herz legen würden. Das maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eintretens der Insolvenz. Also auch hier bedarf es eines klaren Haftungsschnittes, und bei einem Übertritt entweder von einer ausschließlichen Versicherungslösung in den Fonds oder andersrum könnte man sich überlegen, und das könnte ja auch innerhalb einer Rechtsverordnung geregelt werden, hier Sonderkündigungsrechte einzuziehen, sodass immer auch zum Stichtag die Verträge entsprechend umgestellt und angepasst werden können. Also immer nur ein Sicherungssystem für den jeweiligen Schadensfall greift und mithin auch die Besicherung eben nur einmal vorzunehmen ist und der Reiseveranstalter dann nicht mit doppelten Kosten belastet wäre. Die dritte Frage, die Schätzung, wie könnte sich der Markt entwickeln, auch in Bezug auf eine mögliche Erhöhung der Opt-out-Grenze. Es ist richtig, dass auch wir dafür eintreten, die Wahlfreiheit der Reiseanbieter bis zur Umsatzhöhe von 10 Millionen Euro vorzunehmen, entweder nur Versicherungslösung oder Bankbürgschaft oder Fonds. Wir meinen auch, dass wir das trotz der nun äußerst geringen Anbieterzahl von nur noch 3 aktiven GDV-Mitgliedern darstellen könnten im Rahmen des neuen Absicherungssystems, was jetzt die Schätzung anbelangt, nach einer Marktbelebung, die wir uns natürlich alle wünschen. Im Übrigen auch die 3 Versicherer, die das klare Bekenntnis abgegeben haben, dass sie auch in Zukunft weiter in dem Segment sich engagieren möchten. Auch die wünschen sich natürlich mehr Wettbewerb hier untereinander, gern auch von Banken im Übrigen. Und es wird sicherlich viel davon abhängen, ob eine mögliche Marktbelebung entsteht, wie auch jetzt das Gesetzgebungsverfahren Vorhaben über die Bühne gebracht wird, mit welcher möglichen zeitlichen Verzögerung und wie dann auch letztendlich der Fonds anläuft. Das wird schon sehr genau beobachtet werden. Und wenn das klappt, wenn hier die Haftungsregularien klar sind, die Übergänge klappen, insgesamt, was wir uns ja wünschen, zum Sommer hin dieser Haftungsübergang schon stattfinden können, kann ich mir vorstellen, dass auch, weil es hier ja auch um gewisse Marktvolumiger geht und dann auch in dem neuen System
um ja auch eine gute kalkulatorische Möglichkeit und kalkulationssicheres Geschäft, was man als Versicherer dann hätte, kann ich mir also sehr wohl vorstellen, dass auf dem nationalen deutschen Versicherungsmarkt, aber auch was internationale ausländische Versicherer, vielleicht auch Banken anbelangt, dass hier schon eine Marktbelebung stattfindet, die wir uns alle wünschen. Vielen Dank, Herr Hellberg. Als nächstes Herr Inger mit der Antwort auf die Frage von Herrn Müller-Böhm. Ja, vielen Dank, Herr Müller-Böhm, für die Frage. Da muss ich mir nicht wieder einen Rüffel des Vorsitzenden einfangen. Das freut mich sehr. Herzlichen Dank dafür. Was die GmbH angeht, hat Herr Buller ja schon einige Sätze gesagt. In der Tat sind wir dabei, mit derzeit 4 Verbänden diese GmbH aufzusetzen, sind da auch relativ weit, haben 2 Geschäftsführer gefunden und bereiten uns jetzt darauf vor, die Prozesse so weit in Gang zu setzen, dass wir nach Abschluss des Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahrens uns an das Justizministerium wenden können, um eine Erlaubnis zu beantragen. In der Tat machen wir das auf eigenes Risiko, denn alle Kosten, die wir jetzt ausgeben für Geschäftsführer, Angestellte und weitere Dinge, sind ja unter Umständen verloren, beispielsweise wenn wir die Erlaubnis nicht erhalten, weil das jemand anders macht und besser macht als wir, oder aber weil das Gesetzgebungsverfahren vielleicht solche Aspekte hervorbringt, die es uns schwer machen werden, das zu tun. Dann wäre das verlorenes Geld, aber wir glauben, irgendjemand muss das tun. Und ich bin auch mit weiteren Verbänden im Gespräch, die Interesse signalisiert haben, in den Kreis der Gesellschafter, der potenziellen Gesellschafter mit hereinzukommen. Ich habe das übrigens auch Frau Leonhardt vor einigen Wochen angeboten, bisher aber noch keine Antwort dazu erhalten. Das heißt, wir sind da sehr offen, das habe ich gegenüber der Bundesregierung auch dargestellt, dass wir bereit sind, weitere Gesellschafter hier aufzunehmen. Und dann hatten Sie noch gefragt nach dem Punkt mit den Reisebüros. In der Tat ist das ein schwieriger Punkt. Wir glauben aber, dass hier keine böse Absicht des Gesetzgebers waltet, sondern dass das einfach so eine Art unklarer Punkt ist, der jetzt repariert werden kann. Es geht in der Tat darum, dass Reisebüros, die ja normalerweise Reisen vermitteln, auch verbundene Reiseleistungen vermitteln, dann nicht in eine Veranstalterrolle reingeraten. Und hier ist nicht klar differenziert. Das kann passieren, und zwar immer dann, wenn Reisebüros verbundene Reiseleistungen verkaufen und den Reisepreis dafür entgegennehmen, dann können sie tatsächlich auch zu Veranstaltern werden. In diesem Fall ist es okay, dass sie diese Umsätze absichern müssen, aber dass sie grundsätzlich alle Umsätze absichern müssen, wenn sie verbundene Reiseleistungen verkaufen, das halten wir nicht für sachgerecht. Das steht auch so nicht im europäischen Recht. Und infolgedessen glauben wir, dass dieser Punkt aber auch einfach klargestellt werden kann. Vielen Dank, Herr Inger. Und Klarstellung im Übrigen, weil das ja viele nicht wissen, die Einladung der Sachverständigen erfolgt nach Fraktionsschlüssel. Und deshalb ist das sozusagen eine Antwort nicht ihr verschulden, sondern es ist letztlich eine Antwort auf die Mehrheitsverhältnisse, mit denen das indirekt zu tun hat. Herr Methmann hat als nächstes das Wort mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Steinecke und Herrn Brunner. Ja, vielen Dank, Herr Steinecke, für die Frage nach dem Verzicht der Vorkasse. Wenn man auf Vorkasse verzichtet, ist das eine ganz hervorragende Alternative, wenn man keine Lust oder auf den Reisesicherungsfonds hat oder wenn man es sich nicht zu leisten glaubt. Wir haben das mal vom Verbraucherzentrale Bundesverband durchrechnen lassen, was passieren würde, was betriebswirtschaftlich passieren würde, wenn man die Vorkasse gesetzlich schlicht abschaffen würde. Sprich, was würde passieren, wenn der Reisende erst bei Reiseantritt bezahlen müsste? Und weil uns das in der Tat interessiert hat, wie hoch die Kapitalkosten dann höher, wie viel höher die sein werden. Und die Schweizer Wirtschaftswissenschaftler von der Hochschule Luzern haben uns in einem Gutachten vorgerechnet, dass dann würden sich die Kapitalkosten um circa 1,1% erhöhen. Das ist erst einmal verschmerzbar. Selbst wenn es nicht so niedrig sein sollte, lassen wir es 3% sein. Und wenn man das dann eben auf die Preise der Pauschalreisen überschlagen würde, also auf den Verbraucher übertragen würde, dann würden eben auch diese Preise um 3% steigen,
Die Gutachter sagen 1,1%. Das wäre verschmerzbar. Es ist eine echte Alternative. Davon mal ganz abgesehen, dass man das nicht unbedingt, selbst wenn man das eben nicht gesetzlich regeln will, den Verzicht auf Vorkasse, es ist für jeden Reiseanbieter individuell schon heute möglich, auf Vorkasse zu verzichten. Das würde zwar nicht heißen, dass man dann überhaupt nicht mehr sich gegen Insolvenz absichern muss, denn es verbleiben ja immer noch die Gefahren der Repatriierungskosten, die anfallen würden, wenn man insolvent geht. Dagegen muss man sich natürlich dann auch absichern, aber es wäre dann ein deutlich vermindertes Risiko, gegen das man sich dann noch zusätzlich absichern müsste. Und deshalb verstehe ich auch nicht die Fatalität in einigen Gesichtern, dass man jetzt etwas vorgesetzt bekommt und es nicht anders ginge. Ich habe dann immer nur fast gehört, was alles nicht geht. Man sollte auch ruhig mal erwähnen, was alles geht. Also Verzicht auf Vorkasse wäre eine echte Alternative. Dann muss man sich natürlich um Kredite bemühen. Und wenn man dann für seine Vorleistungen und wenn man dann eben für sich selbst entscheidet, diese Kredite kriege ich günstiger als eine Mitgliedschaft im Reisesicherungsfonds, dann sollte man doch diesen Weg wirtschaftlich vernünftig machen. Die andere Frage von dem Abgeordneten Brunner, vielen Dank dafür, ob die 750 Millionen Euro ausreichend bemessen seien, nach meiner Ansicht. Geht man davon aus, dass eben dass diese Summe vor dem Hintergrund der Corona-Krise bemessen wurde, denke ich schon, dass das bis Ende 2026 ausreichen wird. Es ist ja so, dass ca. 20% des Gesamtumsatzes immer abgesichert, dass das Vorkassegelder sind in 20% des Umsatzes von Unternehmen. Und wenn wir jetzt mal TUI nehmen mit einem Umsatz von ca. 5 Milliarden Euro 2019 oder sogar noch früher 2017, 2018, dann müssten 1 Milliarde Euro doch mindestens abgesichert werden. Man muss sogar mit der gleichzeitigen Insolvenz eines der größten, also TUI, rechnen und eines mittelgroßen. So sieht es der Gesetzentwurf ja vor. Und dann müsste es eben, wenn man nach den Maßstäben vor Corona geht, deutlich mehr als 750 Millionen Euro sein. Ich bin mir auch ganz sicher, dass das gelingen wird. Herr Buller und Herr Inger haben ja schon berichtet. Und ich finde diese Anstrengungen ganz hervorragend. Das ist nicht einfach, das will ich auch an dieser Stelle sagen. Es ist völlig richtig, was Herr Buller sagte. Einer muss vorangehen, einer muss das wagen, dieses Risiko. Und das ist mit einem erheblichen Risiko verbunden, die Gründung dieser GmbH und so weiter. Das finde ich gut. Und ich glaube auch, wenn ordentlich gewirtschaftet wird, dann kann man deutlich mehr als 750 Millionen Euro auch ansparen. Aber das setzt voraus, dass die Unternehmen überhaupt erstmal eben zu diesen Umsätzen von Vor-Corona-Zeiten kommen. Und das wurde auch immer wieder gesagt, das wird in den nächsten 3 Jahren erstmal nicht passieren. Also denke ich, dass wir mit den 750 Millionen Euro gut hinkommen für den Anfang. Und es ist auch im Gesetz geregelt, im Gesetzentwurf, dass immer wieder neu evaluiert werden muss. Und da steht ja auch das Bundesjustizministerium dahinter, quasi als Fachaufsicht, um zu gucken, wie ist die Marktentwicklung am Pauschalreisemarkt und wird das Risiko größer. Und das wird dann auch der Reisesicherungsfonds natürlich sehen. Und ich denke auch, dass der Beirat da auch ein Auge drauf haben wird. Und sobald eben die Umsätze steigen, wird der Fonds auch ansteigen müssen. Das ist völlig klar, aber fürs Erste reicht es. Vielen Dank, Herr Wittmann. Und als Letztes hat Herr Tonner das Wort mit der Antwort auf die Frage von Herrn Mayer. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Mayer. Sie betrifft ja Flüge, die nicht im Rahmen von Pauschalreisen durchgeführt werden, sondern wenn ich nur einen Flug buche. Ich wäre mit dem Herzen dabei, dass der deutsche Gesetzgeber hier vielleicht mal eine Regelung macht, aber das wäre nicht zielführend, wenn man einen nationalen Alleingang hier vornehmen würde. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich Flugunternehmen aus anderen Ländern, aus europäischen Ländern, aber auch aus nicht-europäischen Ländern mithilfe einer Rechtsfallklausel dann von dem deutschen Recht hier verabschieden könnten. Nun gibt es zwar einige Urteile aus jüngster Zeit, die Rechtsfallklauseln in solchen Verträgen für unzulässig halten. Das betrifft vor allen Dingen eine irische Fluggesellschaft, die mit der Harfe
Und das Gericht hat das aber damit begründet, man muss sich das Urteil genau anschauen, es gibt auch andere Urteile in diese Richtung, dass die Klausel intransparent gewesen sei, dass also der Verbraucher dem Vertrag das nicht ansehen kann, dass er hier plötzlich irischem Recht unterworfen sein soll. Und damit hat er die speziellen, auch europarechtlichen AGB-Kontrollvorschriften angewendet. Aber das bedeutet nicht, wenn wir nun also eine korrekte Rechtswahlklausel wählen würden, also wenn wir jetzt groß bei der Buchung draufschreiben würden, wenn du in den Flieger mit der Harfe einsteigst, dann fliegst du nach irischem Recht, dann wäre das plötzlich nicht mehr unzulässig. Und damit hätten wir die Situation, dass wir mit zwei auf dem deutschen Markt ja nicht ganz kleinen Unternehmen, wenn wir mit denen fliegen würden, würden wir die Vorauskasseregelung nicht haben. Für den Deutschland Ansässigen würden wir sie nicht haben. Das ist nicht im Interesse der Verbraucher und der deutschen Fluggesellschaften natürlich auch nicht. Und deswegen bleibt nichts anderes übrig, als sie auf die europäische Karte zu setzen. Da warten wir nun freilich sehr lange, aber es gibt immerhin doch auf der europäischen Ebene ja auch unterschiedliche Player. Es gibt auch das Europäische Parlament, das schon seit langem eine Vorauskasseabsicherung für Fluggesellschaften auf der europäischen Ebene fordert. Ich bin der Meinung, man muss da offensichtlich dicke Bretter bohren, um hier weiterzukommen. Aber es gibt nicht keinen anderen Weg, hier endlich zu einer Lösung zu kommen, als dieses dicke Bretterbohren in Brüssel fortzusetzen. Ja, vielen Dank, Herr Tonner. Das war die letzte Antwort auf die letzte Frage. Und es ist genau 19.31 Uhr, eine Punktlandung. Und einige werden es gehört haben. Zeitgleich wurde jetzt die Nachricht übermittelt, dass die namentliche Abstimmung eröffnet wurde. Viel später als befürchtet, sodass es auch gar keine Kollisionen hier mit unserer Sitzung gab. Eine dritte Fragerunde können wir nicht mehr machen. Ich sehe auch keine Frager, die sich hier bei mir gemeldet haben. Deshalb ist es an mir, Ihnen, den Sachverständigen hier im Raum und denen, die uns per WebEx zugeschaltet sind, herzlich für Ihren Input, für Ihre Expertise zu danken, auch für die ausführliche Beantwortung der Fragen, den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen zu danken, der Bundesregierung fürs Zuhören. Und gemeinsam werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zu einem Ergebnis kommen. Was genau das sein wird, wird man dann im Bundesgesetzblatt finden. Nochmals herzlichen Dank und ich schließe die Sitzung.